Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung. Es freut mich sehr, Sie am heutigen Abend im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Gregor Enste. Ich bin Referent für Außen- und Sicherheitspolitik und verantwortlich für die Veranstaltung heute, den Jahresrückblick 2015, und insgesamt auch für eine ähnlich gelagerte Veranstaltungsreihe, die sich mit grundsätzlichen Fragen von Konflikt- und Krisenprävention im Kontext deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, im Kontext deutscher Außen- und Friedenspolitik beschäftigt. Jahresrückblick 2015. 2015 ist ein unglaubliches Jahr. Letztlich ist es schwer zu fassen. Eine solche Dichte, eine solche Abfolge von Ereignissen, sowas habe ich zumindest noch nicht erlebt. Das war ein aktuelles Zitat, ein Zitat von heute, von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit genau diesen Worten heute die Aussprache zum Parteitag eröffnet hat. Ein unglaubliches Jahr. Wie sie sagt, sie schlug dann den Bogen vom Krieg in der Ukraine, von den Verhandlungen in Minsk, von den Anschlägen in Paris, über den Morden auf den Schlachtfeldern Libyens, Syriens und dem sogenannten Islamischen Staat, zu der sogenannten Flüchtlings- und Migrationskrise in Europa, der Sicherung der Außengrenzen bis hin zum, wie sie es nannte, humanitären Imperativ Deutschlands, seiner geänderten Rolle und Verantwortung in dieser zunehmend friedloseren Welt. Sie sagte aber auch, 2015 fehlten uns oft die Worte. Und wenn eine Politikerin so etwas sagt, dann meint sie, uns fehlten sehr oft politische Antworten, so denke ich mir das mal, Antworten auf die krisenhaften Entwicklungen. Wir waren nicht genügend vorbereitet. Und genau darum geht es uns mit diesen Veranstaltungen, mit dieser Veranstaltungsreihe, wo um die Frage, ob und wenn ja, wie und warum zivile Konflikt- und Krisenprävention, also die politischen Bemühungen zur Verhütung von gewaltsamen Konflikten in unterschiedlichen Phasen so selten funktioniert. Wir können mit dieser Veranstaltungsreihe und mit diesem heutigen Jahresrückblick sicherlich auch keine politischen Lösungen anbieten, jedenfalls keine schnellen und keine einfachen politischen Antworten, sondern wir möchten Fragen stellen. Wir möchten zum Nachdenken anregen und damit vielleicht auch anregen zum Umdenken und neuem Nachdenken über bisherige politische Konzepte und politische Lösungsansätze. Das soll, wie gesagt, auch heute Abend geschehen. Und dafür stehen mit all ihrer Kompetenz unsere Podiumsgäste, die unser Moderator Oliver Knabe gleich vorstellen wird. Oliver Knabe ist auch Geschäftsführer unseres geschätzten Kooperationspartners Forum Ziviler Friedensdienst. Und zum Schluss darf ich mich nochmal für Ihr Interesse bedanken. Uns allen eine gute Diskussion am heutigen Abend wünschen. Nicht gerade einen besinnlichen Abend wünschen, aber doch wünschen, dass wir besonnen und ernsthaft, wie es sich gehört, über die großen Fragen von Krisen und Konflikten, von Krieg und Frieden nachdenken. Das war's von meiner Seite aus, Oliver. Ich wünsche, wie gesagt, uns allen einen guten Abend. Ja, herzlichen Dank, Gregor Enste. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung heute Abend, Sie hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier im Livestream zugeschaltet sind.
Atemlos und schreckerstarrt sind Sie zum Glück nicht, aber das ist die Überschrift für diesen Abend, den wir gewählt haben. Er steht im Kontext einer Veranstaltungsreihe, auf die Gregor Enste kurz hingewiesen hat. Unser Ziel mit dieser Reihe ist, die Potenziale ziviler Krisenprävention sichtbar, ja eigentlich unübersehbar zu machen und für ihre strukturelle, personelle und finanzielle Verankerung in der deutschen Politik zu werben. Und dabei sollen Handlungsoptionen für Parlament, Bundesregierung, aber auch Zivilgesellschaft herausgearbeitet werden. Wir hatten in diesem Jahr Veranstaltungen zum Beispiel zur Krisenfrüherkennung mit der neu geschaffenen Abteilung im Auswärtigen Amt. Wir hatten eine Veranstaltung zur OSZE-Reform. Deutschland übernimmt den Vorsitz jetzt zum Jahreswechsel. Und wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Öffentlichkeit. Wie wird eigentlich bekannt, wie man außenpolitisch, friedenspolitisch handeln kann in eskalierten Konflikten und in solchen, auf die man noch gar nicht schaut in der Öffentlichkeit. Was Sie heute erwartet, ist eine offene Gesprächsrunde, nicht zu einem Fachthema, sondern ein Jahresrückblick. Eine Gesprächsrunde, die kritisch reflektierend auf das zu Ende gehende Jahr schaut. Ich habe drei wunderbare Gäste, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Und im Anschluss, nach unserer Diskussion hier auf dem Podium, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eindrücke zu diesem Jahr, Ihre Fragen zu der Debatte hier auf dem Podium und Ihre Kommentare abzugeben. Wir haben etwa 2 Stunden Zeit, 1 Stunde hier gemeinsam auf dem Podium und dann eine weitere mit Ihnen. Unvermeidbare Krisen, unvermeidbare Antworten, das war die Überschrift, die wir im letzten Jahr hatten. Und so wie Gregor Enste gerade die Kanzlerin zitierte, was war das für ein Jahr, habe ich vor einem Jahr den außenpolitischen Sprecher der SPD zitiert, der einen fast genau gleichlautenden Satz sagte, was war das für ein Jahr. Damals haben wir über Syrien diskutiert, wir haben über Gaza diskutiert, über die Ukraine. Ja, und wir stellen fest, wir könnten eigentlich genau an der gleichen Stelle die Debatte fortsetzen. In der Einleitung haben wir formuliert, der doppelte Terror von Paris, die Anschläge von Beirut, Ankara, im Irak, in Nigeria, dem Irak und Afghanistan beherrschten die Nachrichten. Gleichzeitig forderten die ungelösten Konflikte in Syrien und der Ukraine, aber auch das europäische Grenzregime ein Jahr lang ihre Opfer. Außenpolitische Fragen haben im vergangenen Jahr an Alltagsrelevanz gewonnen. Viele Menschen kamen nach Deutschland, um Schutz vor Krieg und Gewalt zu finden. Gleichzeitig haben die Gewalttaten in Europa sozialisierter Terroristen ein Schlaglicht auf Jahrzehnte vernachlässigter Probleme der europäischen Stadtgesellschaften geworfen. Über dies und mehr wollen wir diskutieren und ich möchte Ihnen gerne unsere Gäste hier vorstellen. Zu meiner Linken Dr. Franziska Brandner, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist Vorsitzende des Unterausschusses für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Sie ist Berichterstatterin für das EU-Stabilitätsinstrument für Konfliktlösung und Krisenreaktion. Und zuvor, das ist vielleicht auch gleich in der Debatte nochmal wichtig, war sie im Europäischen Parlament als Abgeordnete. Und vielleicht auch noch nicht unrelevant für die Diskussion heute, Sie haben unter anderem in Paris studiert und in New York. Herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Dann zu meiner Rechten, Dr. Silke Tempel. Ich zitiere, wer analytische Klarheit gut findet, kann Silke Tempel zuhören. Das war auf Twitter zu lesen dieser Tage. Gut, das ist das, was ich entdeckt habe. Also eine Beobachterin, Kommentatorin, Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ausgebildet in Geschichte politischer Wissenschaft und Judaistik. Ja, und Autorin zahlreicher Bücher, zum Beispiel über die Widerstandskämpferin Freya von Moltke. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Ja, und als Dritten in der Runde begrüße ich Professor Dr. Hans-Joachim Giesmann. Wissenschaftler mit Praxisbezug, würde ich jetzt darunter schreiben. Sie sind Geschäftsführer der Berghoff Foundation, einer Stiftung, die Konfliktparteien und andere Akteure in ihren Bemühungen durch Friedensförderung, Friedenserziehung und Konflikttransformation politischen und sozialen Wandel sowie dauerhaften Frieden zu erreichen. Sie waren vorher an der Universität Hamburg als stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
Denn auch für heute Abend vielleicht relevant, Sie haben sich viel über viele Jahre mit dem Terrorismus beschäftigt, zum Beispiel im European Expert Network on Terrorism Issues. Und auch nicht unwichtig, Sie sind Mitglied des Beirats Zivile Krisenprävention. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ein Jahresrückblick soll das ja sein. Frau Brandner, sagen Sie mal, was war das Frustrierendste und vielleicht auch das Ermutigendste, was Sie in diesem Jahr in Bezug auf Frieden, Konflikt und Gewalt erlebt haben in Ihrer Arbeit? Also beim Frustrierenden fällt mir wesentlich mehr ein. Was ich sehr frustrierend fand, war, dass wir es nicht geschafft haben, dass zum Beispiel die Gelder für die UN-Flüchtlingshilfswerke für Syrien und die Nachbarstaaten ausfinanzieren konnten. Und dass es bis heute noch nicht gelungen ist. Das finde ich extrem frustrierend. Woran hat es gehakt? Ja, an der mangelnden Bereitschaft, dafür die Gelder zur Verfügung zu stellen. Und dass man geglaubt hat, das ist eben sehr weit weg, und immer noch glaubt, dass es irgendwie offensichtlich vom Himmel kommen soll. Ich weiß es nicht. Ich kann es eben nicht nachvollziehen. Deswegen ist es vielleicht umso frustrierender. Manchmal kann man ja auch etwas nachvollziehen und denkt dann, es ist zwar nicht meine Meinung, aber ich kann es nachvollziehen. Das finde ich sehr frustrierend. Sie haben mich aber auch nach dem Ermutigenden gefragt. Ich fand jetzt am Samstag den Klimagipfel ermutigend. Und nicht nur vom Inhalt her, sondern weil er überhaupt zeigt, dass das Multilaterale noch eine Chance hat. Also ich glaube, wenn der Gipfel auch gescheitert wäre, dann hätte keiner mehr einen Blumentopf auf die UN gegeben. Und dass man das schaffen kann, das fand ich ein ermutigendes Zeichen in diesem Jahr 2015. Zumindest für mich fand ich das ermutigend. Es ist erstaunlich, für welche Symbole oder welche Ereignisse diese Stadt in diesem Jahr steht. Ja. Die beiden Anschläge und dann aber auch diese Weltkonferenz mit diesem Jahr doch für viele überraschenden Ergebnis. Warum ist es denn an dieser Stelle möglich gewesen? Was denken Sie? Naja, ich glaube, was ja auch viele der jetzt Analysten geschrieben haben, dass es möglich war, die bisherige Nord-Süd-Differenz aufzubrechen und eben da auch Partner über diesen Nord-Süd-Konflikt hinaus zu finden. Und ich glaube, diese Allianz des Ambitieux, also der Ehrgeizigen, die ja aus beiden Teilen bestückt war, aber eben nicht deckungsgleich war. Es waren nicht alle westlichen Länder dabei, es waren nicht alle aus dem Süden dabei, war ein maßgeblicher Faktor. Und ich glaube auch, dass der Prozess besser gestaltet war. Also unabhängig jetzt vom Inhalt, haben die Franzosen, glaube ich, schon sehr viel auch politisches Kapital in den Prozess gelegt. Und wahrscheinlich war es auch sinnvoller, zuerst die Regierungschefs da zu haben, Input zu geben und nicht wie in Kopenhagen am Ende. Also ich glaube, es war eine Mischung zwischen Prozess, Nord-Süd durchbrochen für gemeinsame Interessen und dann natürlich schon trotz allem in mehreren Regionen das Gefühl der Urgency, also dieser, wir müssen jetzt was hinbekommen. Dieser Punkt war, glaube ich, auch auf jeden Fall spürbar. Zumindest haben mir das die Kollegen berichtet, die auch in Paris waren. Also dass alle wussten, we cannot fail. Ja? Also wir dürfen uns ein Versagen hier gerade nicht leisten. Ich glaube, dass dieser Druck war größer als in Kopenhagen noch 2006. Danke. Also offensichtlich kein Zufall, sondern eine Reihe von Faktoren, die hier zu einem Erfolg geführt haben. Vielleicht hilft uns das ja auch nachher in der weiteren Diskussion nochmal darauf zurückzuschauen. In der vergangenen Woche hatten Sie in Ihrem Beruf als Abgeordnete eine schwierige Entscheidung zu treffen, nämlich die über das Bundestagsmandat für einen Einsatz der Bundeswehr in Syrien. Sie haben sich der Stimme enthalten. Können Sie sagen, welcher Abwägungsprozess zu Ihrer Entscheidung geführt hat? Ja, das war wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich finde, es war eben auch überhaupt keine Entscheidung zwischen hier ist die gute Option und da ist die schlechte, sondern es hatte beides offensichtliche Nachteile. Und die Vorteile sind irgendwie auch zu suchen. Aber andererseits auch klar, dass man nicht genügend Antworten dann hatte. Also für mich war es eine Abwägungsfrage zwischen einerseits, Sie haben es vorhin angesprochen, ich war im Europaparlament, ich habe einen engen Frankreich-Bezug, ich bin regelmäßig dort.
Und ich fand das schon auch ein Zeichen, dass François Hollande ja nicht die NATO angerufen hatte, sondern die EU. Ja? Und die EU sind nun mal auch maßgeblich mit Deutschland. Und für mich stellte sich schon die Frage, wenn, was ich ja politisch eigentlich richtig finde, dass man wahrscheinlich durch ein NATO-Anrufen noch diesen Ost-West-Konflikt verschärft hätte. Ja, da wäre da wieder die NATO gewesen, Nordrussland. Das hätte bestimmt auch nicht in der Syrien-Krise geholfen. Das fand ich eigentlich eben politisch richtig. Und wenn man sagt, das ist an sich der richtige Weg oder zumindest politisch in der Situation deeskalierend gewesen, was hat es dann aber auch für uns Deutsche als für Verantwortung, wenn wir das wollen, dass wir dort auch eine andere Antworten finden, dann fällt es mir schwieriger an sich zu sagen, naja, dann prüfe ich das noch wesentlich stärker, was als Bitte auch aus Frankreich kam. Und mein Eindruck ist schon, Europa ist momentan unter großem Druck und Stress, sowohl extern als auch intern. Die Wahlen sind gestern nochmal, sage ich mal, so ein haarscharf an einem Desaster in Frankreich vorbeigelaufen, aber trotzdem hat Marion Maréchal Le Pen 44% bekommen. Das ist, finde ich, ja, fast jeder Zweite hat für sie gestimmt. Und in der Situation den Franzosen zu sagen, naja, die einzigen Partner für euch ist dann die russische Regierung, dass die Marine Le Pen eh als die Partner sieht, fand ich, hat mich nicht dazu kommen lassen, dann zum endgültigen Nein zu kommen, obwohl ich von dem Inhalt her nicht sehr überzeugt war, dass ein Bombardement, während die einzigen, die vor Ort dann überhaupt was machen können, auch noch bombardiert werden, nämlich von russischer Seite, und man am Ende, wenn es schlecht läuft, für die sunnitische Bevölkerung nur die Wahl hat zwischen Assad oder ISIS, wo ich die Befürchtung habe, dann gehen sie zu ISIS, auch nicht für sehr erfolgsversprechend halte. Ja. Und mich zum Beispiel geärgert hat, dass die deutsche Bundesregierung zwischen 2014 und 2015 die Gelder für die zivile Opposition in Syrien halbiert hat. Ja, das war für mich, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, wir müssten jetzt nicht halbieren, sondern verdoppeln, verdreifachen, dass die überhaupt ein Gewicht bekommen in den Verhandlungen. Und das waren für mich die Gründe, warum ich auch nicht Ja sagen konnte. Und die Enthaltung war für mich selber sehr frustrierend, aber am Ende habe ich ja, wenn ich Ja stimme, dann kommt der eine ganze Teil im Sinne von, dass die Gelder für das Zivile halbiert. Wir gehen vielleicht auf eine reine Sunni-Shia-Konflikt hin. Hätte ich nicht mit Ja stimmen können. Andererseits ist Nein. Wir hatten eine französische Delegation auch mit grünen Abgeordneten Donnerstag und Freitag im Bundestag. Und meine französischen, auch grüne Kollegin, schauten mir in die Augen und sagten, Franziska, du wirst ja wohl nicht Nein stimmen. Ja, und da als Deutsch-Französin sehr in diesem Deutsch-Französischen drin sein, dann zu sagen, doch, ihr seid mir nicht so wichtig, das war für mich auch fast nicht machbar. Also unauflösbar für mich das Wesen. Ich weiß, in der Regierung hätte ich mir die Enthaltung nicht leisten können, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber manchmal darf man ja auch in der Opposition andere Signale setzen und hat vielleicht auch nochmal eine andere Aufgabe. Hatten Sie denn den Eindruck in dem Gespräch mit den Kollegen aus Frankreich, dass eine Argumentation über die Wirkungsannahmen hinter dem Militäreinsatz nicht möglich war in der Situation? Doch, aber nur nach einem Jahr. Also das habe ich ganz arg gemerkt. Die Diskussion über, wie machen wir es und was hilft es, war nur möglich mit, wir machen mit und dann bestimmen wir aber auch mit. Also das war zumindest mit den Franzosen. Also das war jetzt eine Delegation, ne? Man hat noch andere Gespräche, war eher auch so, bitte lasst uns damit jetzt nicht alleine und helft uns, das gemeinsam besser zu gestalten, als wir es vielleicht gerade können. Das war eher die Haltung, die mir rüberkam. Aber es war schon so der Anspruch, bitte lasst uns damit nicht alleine. Also die spüren auch schon, dass das nicht der perfekte Einsatz ist. Also ich glaube, keiner der Franzosen hätte mir gesagt, Franziska, das ist 1:1 das Perfekte, was wir dort machen. Das hat niemand von den Franzosen behauptet, noch glaubt er das. Sondern da war eher die Debatte, François Hollande steht unter Druck von Marine Le Pen, jetzt endlich auch die Infrastruktur in den von ISIS besetzten Gebieten zu bombardieren. Hollande macht das bis jetzt nicht, weil er nicht die Ölinfrastruktur, weil er nicht die Krankenhäuser bombardieren will, auch wenn sie in ISIS-Gebiet sind. Und er macht es nicht und hat da den Druck von ganz rechts, das trotzdem zu tun. Und er hält dem Stand. Das haben wir in der deutschen Diskussion, glaube ich, so gar nicht wahrgenommen, dass es da noch einen ganz anderen Druck gab, militärisch zu agieren.
dem er zum Glück nicht nachgegeben hat. Aber dadurch natürlich trotzdem irgendwo, sie auch wussten, es ist nicht perfekt, aber alles andere wäre vielleicht noch schlimmer. Und das ist, glaube ich, deswegen so, wie kann man dann gemeinsam da weiterkommen? Diesen Anspruch, glaube ich, hatten selbst die Franzosen. Die waren nicht, wir machen, also die hatten nicht eine arrogante, jetzt macht man endlich mit, ihr blöden Deutschen, ihr wisst nicht, worum es geht. Das war auf keinen Fall ihre Haltung. Letzte Rückfrage, bevor ich mich nach rechts wende. Hatten Sie den Eindruck, dass Sie im Parlament genügend Zeit für die Debatte hatten und dafür solche Argumente abzuwägen? Also Vergleich, die Diskussion im britischen Unterhaus hat doch erheblich länger gedauert, ja. Abgesehen davon, dass ohnehin für die schwerwiegende Entscheidung ja ein relativ kurzer Vorlauf gegeben war. Nein, das fand ich auch wirklich nicht gut, diese kurze Zeit. Und ich habe das als Vergleich, diese Debatte, Sie erinnern sich vielleicht zu den Patriot, der Stationierung in der Türkei. Und da gab es ja im Laufe der Debatte im Bundestag eine Veränderung nochmal von des Mandates, dass es wesentlich, sag ich mal, klarer gemacht hat, dass es um eine Defensive geht, nichts Offensives da sein kann, der Abstand zur Grenze. Da wurde noch einiges verändert im Laufe der Debatte, wo man einfach nochmal abgewogen hat. Und das war auch für uns Grüne im Sinne von, kann man denn ein Korrektiv sein, können wir denn überhaupt noch hier konstruktiv uns beteiligen an der Debatte? Natürlich sehr schwierig vor dem Hintergrund, es ist eigentlich eh schon gegessen. Und das, glaube ich, war schon ja, nicht hilfreich. Also ich glaube, man hätte auch, das war ja nicht so, als ob in der Koalition alle auch eben diese Haltung hätten, das ist super und da kann man nichts dran verbessern, sondern man da durchaus gemeinsame Punkte eigentlich hatte, wo man sagte, da könnte man zum Beispiel, für mich war eine ganz wichtige Frage, wenn durch die Bombardierungen ISIS Gelände verliert, wer geht denn danach dorthin? Ja? Also ist dann, wenn dann zum Beispiel die Free Syrian Army dorthin geht, wird sie dann am nächsten Tag von russischen oder Assad-Bomben weiter bombardiert? Oder gehen dann die Assad-Truppen einfach rein? Das waren für mich ganz unbeantwortete Fragen, wo auch von Regierungsseite keine Antwort kam, aber wo ich schon das Gefühl hatte, eigentlich wollten die das auch wissen. Ja? Und da waren die 3 Tage einfach viel zu wenig. Und da hätte man sich auch noch die Zeit bis diese Woche geben können. Also ich glaube, daran hätte es eigentlich nicht gehakt. So, und das ist, wurde uns vorgeworfen als Grüne, da war ich damals nicht dabei. Das habt ihr bei Afghanistan auch nicht besser gemacht. Da würde ich immer sagen, naja, wir haben vielleicht auch daraus gelernt, dass man sich damals vielleicht besser ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Aber gut. Als Opposition auch immer leichter zu sagen, aber ich glaube trotzdem, ein bisschen mehr Zeit hätte nicht geschadet. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein des Parlaments, parteiübergreifend sich dann diese Zeit auch zu erbeten. Nicht? Frau Tempel, die Anschläge von Paris haben ja ganz viele Empfindungen, Reaktionen ausgelöst. Viele Menschen haben das als ein Gefühl von ja, Lähmung, Schrecken, was können wir jetzt tun? Was setzt sich für eine Kettenreaktion in Gang durch diese Anschläge wahrgenommen? Die Reaktion, die dann die Entscheidungen, die jetzt politisch getroffen worden sind, inklusive der Entscheidung für den Bundeswehreinsatz, die Reaktion Frankreichs mit den Militärschlägen. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass es auch um die Überwindung des Ohnmachtsgefühls geht angesichts der Bedrohung und weniger darum, tatsächlich durch das Eingreifen in Syrien jetzt das, was in Paris ist, passiert ist, angehen zu können. Würden Sie das auch so sehen? Naja, nach so einem Attentat ist es ja erstmal verständlich, dass es diese Emotionen gibt und das ist auch nachvollziehbar, wobei man schon, glaube ich, dann den Anspruch erheben muss, gerade an diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, in ebenso schwierige Abwägungsentscheidungen, wie Franziska Brandner das geschildert hat, dass diese Emotionen dann weniger eine Rolle spielen. Man kann sich sicherlich nicht ganz von ihnen freimachen, aber das sind so diffizile Abwägungen, die dann eine Rolle spielen. Gehen wir mit Frankreich, weil wir die europäische Idee nicht weiter schwächen wollen, weil wir den Franzosen vermitteln wollen, dass wir an ihrer Seite ist. Das brauchen sie jetzt gerade nicht nur wegen des Anschlags, sondern überhaupt. Das ist ein wesentlicher Wert, den wir für uns auch brauchen. Was ist das, was wir da vor Ort machen? Dient das irgendeiner Zweckmäßigkeit für jetzt, für eine Strategie für später? Das sind ja enorm diffizile Abwägungen, die auch mit einer Entscheidung überhaupt nicht abgelegt sind, sondern die sich fortsetzen in weitere Entscheidungen. Da muss man vermutlich schon zusehen, dass man sich von diesen Emotionen dann auch so ein bisschen loslöst, weil es
weil es sehr weitreichende Dinge sind, über die man da entscheidet. Aber das, was, glaube ich, sehr viel stärker war, ist, wir sind durch diese Attentate in Paris darauf hingewiesen worden, dass wir seit 4 Jahren ein Problem aus der Hölle haben, das Syrien heißt. Und dass wir im Grunde genommen da haben sitzen lassen, weil wir nicht gewusst haben, was wir damit anfangen sollen, in einer wiederum diffizilen Situation nach der Libyen-Entscheidung. So geht es von Entscheidung zu Entscheidung, die uns eine Situation beschert hat, in der wir gesagt haben, so, in Libyen standen wir auch an einem bestimmten Punkt, daran muss man immer noch mal erinnern, dass Gaddafi vermutlich Benghazi platt gemacht hätte und ein größeres Massaker verursacht hätte, wenn man nicht interveniert hat, aber man hat interveniert, ohne für hinterher irgendeinen Plan zu haben oder Ressourcen bereit zu machen, die das Ganze wieder zu stabilisieren, was dazu geführt hat, dass Russland natürlich gesagt hat, tut mir leid, mit euch nicht nochmal, weil die Enthaltung im Sicherheitsrat damals ja auch im Grunde genommen eine Ja-Stimme war für die Amerikaner. Wir haben uns damals enthalten, waren dann hinterher ganz stolz, dass wir uns enthalten haben, was ich so ganz einfach in der Bewertung nun auch wiederum nicht finde, und kommen dann an ein Problem wie Syrien, an das wir erinnert werden, weil Syrien-Kämpfer, die aus Frankreich stammen, in Syrien gekämpft haben, wieder nach Frankreich zurückkehren, um dort Attentate zu begehen. Vertrag, da geht es eigentlich, daran sind wir erinnert worden. Wir sind daran erinnert worden, und das ist aber auch das Schwierige jetzt an der Entscheidung, IS zu bekämpfen, dass es seit 4 Jahren einen Bürgerkrieg gibt, der über 200.000 Tote hervorgerufen hat, der Millionen von Flüchtlingen schon bevor sie überhaupt bei uns ankamen und uns in die Unruhe versetzt haben, gegeben hat. Und dass die Antwort, die wir jetzt an ISIS geben, nicht die einzige sein kann, weil IS nun mal mit eines der höllischsten Probleme ist, aber eben nicht das einzige und vielleicht noch nicht mal das Schwierigste und vielleicht auch noch nicht mal das Schlimmste. Assad ist unser Problem in Syrien. Und das, damit kommen wir auch noch nicht klar. Das heißt, die Emotionen, die durch diese Anschläge hochgekocht sind, haben uns an etwas ganz anderes erinnert, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Aber ist dann nicht die Botschaft, die, würde ich vermuten, in Syrien ankommt, ja, das Problem wird jetzt eben, ist von Belang, weil es uns persönlich erfahrbar wird und weil es eben wieder nicht um Frieden in Syrien geht. Denn dann hätten wir ja vielleicht schon 4 Jahre vorher reagiert. Ich fürchte, das ist genau die Botschaft, die bei vielen Zivilisten in Syrien ankommt. Und das ist genau die Botschaft, die wir über die vergangenen 4 Jahre geschrieben haben. Ich bin nicht so arrogant zu sagen, wir hätten dieses und jenes tun sollen, weil ich zugeben muss, dass ich bei Syrien auch das war, was man einen Wobbly nennt. Ich habe nicht genau gewusst, was man mit Syrien machen kann, weil es wirklich ein... Ich habe das mal genannt, das ist das Problem aus der multipolaren Hölle. Wir haben mal von der multipolaren Welt gesprochen, haben so getan, als käme da was irrsinnig Schönes auf uns zu, weil die Amis nicht mehr die Chefs sind. Ja, aber im Nahen Osten ist ein Vakuum entstanden ohne die Amis. Das hat uns auch nicht glücklicher gemacht und den Nahen Osten schon mal erst recht nicht. Wir haben so und so viele Regionalkräfte, die daran beteiligt sind. Wir wissen nicht, wie mit denen umzugehen. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen wir treffen sollen. Also es ist keine Häme meinerseits, wenn ich sage, wir haben das nicht gemacht. Aber die Message, die wir jetzt schicken, ist eigentlich eine ganz klare. Es hat jetzt uns getroffen, also treffen wir die, die uns getroffen haben und nicht den, der die Syrer getroffen hat. Das ist die Message, die wir gerade irgendwie verbreiten. Ich glaube nicht, dass es eine gute Message ist. Die vielen offenen Fragen, die Sie jetzt geschildert haben, die Franziska Brandner geschildert hat, hätten die nicht in der Debatte im Bundestag mehr zum Tragen kommen können? Ist das nicht, ich sage es mal so, ein Armutszeugnis, dass wir doch in der Debatte es an vielen Stellen für mein Gefühl noch etwas oberflächlich bei so einer wichtigen Frage zugehen? Ich würde es mir so wahnsinnig gerne dieser Tage einfach machen und sagen, ja, das war jetzt sehr oberflächlich, das ist alles viel zu wenig Zeit und das, man hätte irgendwie wesentlich mehr und so. Aber das ist auch irrsinnig einfach, das momentan zu sagen, weil der Punkt der ist, und wir haben es in der Flüchtlingskrise klarer gesehen, ich mag im Übrigen eigentlich das Wort Flüchtlingskrise gar nicht so gern, weil ich finde, dass wir in Teilen ziemlich cool darauf reagiert haben. In Teilen, wenn ich sehe, wenn ich mal da in irgendwelchen Aufnahmestellen unterwegs bin und sehe, welches Maß an Eigenorganisation dort von Volontären geleistet hat, da muss ich sagen, da stehe ich voller Respekt dafür und davor und es fällt mir der Unterkiefer runter. Also es gibt schon auch diese großartigen Dinge, die diese Gesellschaft jetzt gerade hier hervorgebracht hat. Aber ich spare mir diese Art von Bewertungen, weil ich finde, es ist nicht nur aufgrund der multiplen Krisen, die wir gerade haben. Und die nächste, die wir haben werden, ist nochmal Libyen Big Time, weil IS dort sitzt. Die wir haben könnten, ist Algerien. Die wir haben könnten, ist ein völliges Ausfransen unserer südlichen Nachbarschaft, sprich des südlichen Mittelmeers.
Das kommt ja auch alles noch hinzu. Ich erspare mir momentan diese Helme, weil es enorm erschwert wird, auch durch moderne Kommunikationstechnologien, die Dinge so sehr beschleunigen und Dynamik in Gang setzen, die eine unglaubliche Geschwindigkeit hervorrufen. Und deswegen sage ich mir, ja, es wäre sicherlich schön gewesen, wenn man über ein paar Sachen noch hätte nachdenken können, auch in dieser Entscheidung, die keine einfache ist, wo ich so sitze und sage, ich kann mir vorstellen, dass man manchmal eine Entscheidung zur Enthaltung trifft und ganz froh ist, dass andere sich nicht enthalten. Auch das kann passieren. So komplex ist das. So. Und ich glaube, dass das momentan sehr beschleunigt wird und dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass wir Entscheidungen unter sehr viel schnelleren, unter sehr viel schwierigeren und unter sehr viel schnelleren Umständen treffen müssen, was die Sache auch nicht leichter macht, weil die wären ja alle nicht weniger komplex, im Gegenteil. Aber was die Bewertung betrifft, ich habe ja eigentlich wirklich eine große Klappe und ich halte mich ja nicht so sehr zurück mit Bewertungen. Aber momentan fällt es mir ein bisschen schwer, das zu bewerten, weil ich wirklich die Komplexität und die Schwierigkeit sehe, die damit verbunden ist. Professor Giesemann, Sie haben sich über viele Jahre hinweg mit Terrorismus beschäftigt. Welche Lessons learned kennen Sie aus anderen Konflikten und Umgang mit Terrorismus? Haben Sie den Eindruck, dass in dem jetzigen Vorgehen des Westens, Frankreichs, Deutschlands, der richtige Weg begangen wird? Ich kann es mir natürlich nicht einfacher machen, als meine Mitstreiterin hier auf dem Podium. Gleichwohl möchte ich aber doch sagen, dass mir die Antwort, dass Solidarität wichtig ist, in Anbetracht der vielen Fragen, die wir gerade in dieser Krise gewärtig sind, nicht ausreicht. Also ich habe doch den Eindruck, wir gehen in einen Krieg, von dem wir noch viel weniger wissen, als wir im Falle Afghanistan wussten oder im Falle Irak gewusst haben, wo wir eine andere Entscheidung bewusst auch getroffen haben. Ein Punkt war ja schon genannt worden, wer geht eigentlich in die Gebiete rein, die freigezogen werden, wobei für mich die Frage, ob dann bombardiert wird, eher eine sekundäre ist, als vielmehr die Frage danach, ob derjenige, der hineingeht, nicht den territorialen Anspruch auf das freigezogene Gebiet erhebt und wir sozusagen in einen Flickenteppich von ganz unterschiedlichen Akteursgruppen in Syrien hineingehen. Es ist ja nicht so, dass wir es nur mit einer Gruppe zu tun haben, sondern wir haben es mit ganz vielen Gruppen inzwischen zu tun, die sich wechselseitig auch die Herrschaftsansprüche streitig machen. Zu Ihrer Frage, was den Terrorismus betrifft, ich habe mit dem Begriff Schwierigkeiten, gebe ich zu. Zum einen, weil er dazu neigt, auch Akteure zu subsumieren, auch in der politischen Sprache mit zu subsumieren, die durchaus einen legitimen Anspruch haben darauf, sich gegen zum Beispiel korrupte Regierungen oder zum Beispiel auch gegen das Assad-Regime zur Wehr zu setzen, aber dann in der Sprache als Terroristen genau aus dem Grunde diffamiert werden, ihnen diesen legitimen Anspruch zu nehmen. Das ist beim IS sicherlich anders. Wir haben es hier in der Tat mit einer Gruppe zu tun, die skrupellos ist, die auf Menschenleben keine Rücksicht nimmt, die auf die Macht der Bilder setzt, um auch ihren Herrschaftsanspruch zu verkünden. Aber darin liegt zugleich auch das Problem. Es ist eben nicht nur eine Gruppe, die versucht, sozusagen einen möglichst großen Schaden hervorzurufen, das vielleicht auch, sondern wir haben es hier mit einem, ich will mal so sagen, ich glaube, der Begriff stammt von Volker Perthes von der SWP, mit einem alternativen Staatsbildungsprojekt zu tun, das sich völlig von dem unterscheidet, auf das unsere eigenen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, von Souveränität, von Territorialität gegründet sind. Und die Hinweise, die eben ja gegeben worden sind, dass wir IS nicht nur in Syrien haben, sondern auch im Irak und in Libyen und in Algerien und sich in Afrika und Asien Gruppen mit dem IS solidarisieren, hat auch was damit zu tun, dass diese Form von transnationalem Staatsbildungsprojekt auf der Basis eben einer sehr extremistischen Auslegung von Rechts zum Vorteil eigener Machterhaltung
Attraktivität findet. Und man muss sich, glaube ich, damit auch auseinandersetzen, warum ist das eigentlich so? Warum kann ein solches menschenverachtendes Projekt sich so ausbreiten und so viel Zustimmung auch finden? Und da kommen wir dann nämlich auch zu dem Punkt, der mich eben halt auch jetzt mit Blick auf die Entscheidung vom vergangenen Freitag zögern lässt. Wir haben es ja mit Akteuren zu tun, die aus unserer Gesellschaft heraus auch handeln. Natürlich haben sie sich radikalisiert in Syrien, aber wir haben doch hier ein Problem, dass offensichtlich auch, dass nicht sozusagen ein Artikel 51 sozusagen ganz klares Selbstverteidigungsparadigma aufweist, sondern wir haben hier es mit einer Herausforderung zu tun, die auch unsere Gesellschaften, auch unsere eigenen Gesellschaften betrifft und Radikalisierungsprozesse auch in unseren Gesellschaften mit zu beobachten sind. Ich lasse es mal bei dem Punkt stehen. Ich würde vielleicht nur noch eine Ergänzung machen zu dem, was vorher schon gesagt worden ist. Ich finde, die Anwendung bewaffneter Gewalt sollte in jedem Fall innerhalb eines soliden politischen Konzepts verankert sein. Und in dem Zusammenhang wird ja immer der Wiener Prozess betont. Nur geht ja der etwas zynische Spruch herum, dass die einzigen Syrer, die im Raum waren, die Bediensteten waren, die sozusagen die politischen Akteure versorgt haben. Man kann einen solchen politischen Prozess auch nicht international in Gang setzen, wenn die Akteure vor Ort nicht stark eingebunden sind. Da bin ich sehr stark auch bei dem, was Sie eben gesagt haben, Frau Tempel. Wir sprechen ja an diesem Abend mit dem Syrien-Konflikt und dem Militäreinsatz über ganz aktuelle Ereignisse, die eine lange Geschichte haben, 4 Jahre der Krieg in Syrien. Ihre Stiftung hat in diesem Jahr in der Region auch gearbeitet, an Stellen, die nicht unbedingt in den Medien so präsent sind. Können Sie davon ein wenig berichten? Also ich habe sofort versucht, als Sie die Frage an Frau Brandner stellten, über was ist das frustrierendste und das beglückendste Erlebnis in diesem Jahr, dachte ich sofort etwas kleinteilig an die Arbeit, die wir selbst machen. Wir haben in den letzten Jahren das Zustandekommen des nationalen Dialogs im Jemen unterstützt und mussten im letzten Jahr sehen, in dem Augenblick, als die nationale Dialogkonferenz eigentlich zum erfolgreichen Ende geführt wurde, all das, was aufgebaut worden ist, binnen kurzer Zeit nicht nur wieder eingerissen wurde, sondern inzwischen sich der Jemen-Konflikt nicht nur zu einem innenpolitischen, sondern auch zu einem regionalen Konflikt ausgeweitet hat. Das war in der Tat ein sehr frustrierendes Erlebnis nach so langen, intensiver Arbeit auch mit den verschiedenen Konfliktakteuren im Jemen, sowohl im Süden als auch im Norden, gearbeitet zu haben, zu sehen, dass es nur wenig bedarf, um einen solchen Konflikt auch wieder in Gewalt zurückzuführen. Wir haben die Arbeit in diesem Prozess nicht aufgegeben, auch mit Unterstützung im Übrigen internationaler Akteure. Und dass die Verhandlungen nun hoffentlich am Montag wieder neu aufgenommen werden. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, das ist unser Verdienst, aber ich glaube, wir haben auch daran mitgearbeitet, dass dies möglich ist. Das ist dann wiederum sozusagen so ein beglückendes Moment. Also ich bin eher so in diesem Ab und Auf oder Auf und Ab, wenn ich die Dinge, die im vergangenen Jahr passiert sind, Revue passieren lasse. Wir haben ein Projekt auch in Somalia, auch ein sehr schwieriges Land, wo wir gegenwärtig einen Staatsbildungsprozess, eigentlich einen föderalen Staatsbildungsprozess beobachten können, der sehr stark von oben nach unten aufgesetzt wird. Das heißt, dort werden also Regionen zusammengeführt, ohne dass die lokalen und regionalen, subregionalen Akteure wirklich aktiv in diesen Prozess eingebunden wären. Wir versuchen dort sozusagen unter Rücksichtnahme auf die kulturellen, tribalen, ethnischen Traditionen klassische, traditionelle Dialogmechanismen, das nennt sich Shiraka, in diesem Land zu nutzen, um auf lokaler Ebene sozusagen Ideen zu entwickeln, wie ein Staat somalischer Prägung, nicht unbedingt sozusagen ein westliches Modell,
aussehen kann. Und diese Form von Komplementarität eines Prozesses, der von oben nach unten, aber eben auch von unten nach oben in Gang gesetzt wird, scheint auch ein Weg zu sein oder ist hoffentlich ein Weg, das Interesse der lokalen Akteure zu stärken, sich eben nicht zum Beispiel auf Al-Shabaab zu verlassen und auf deren trügerischen Sicherheitsgarantien. Also das sind jetzt zwei Beispiele, wo wir als Stiftung arbeiten in der Überzeugung, dass Konflikte in asymmetrischer Form mit Beteiligung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in schwachen Staaten eines hohen Maßes an Inklusivität bedürfen, das heißt Mitbeteiligung aller am Konflikt beteiligten Parteien. Und dieser Weg ist schwierig, ist langwierig, ist nicht frei von Rückschlägen, aber wahrscheinlich auf Dauer erfolgreicher und vielleicht sogar kostengünstiger als der Versuch, manches mit schnellen Mitteln auf kurze Frist zu ordnen. Vielen Dank. Wenn man auf die Ereignisse, die Themen dieses Jahres zurückschaut, also zum Beispiel die Vielzahl der Flüchtenden, die nicht nur nach Griechenland und Italien, sondern auch nach Deutschland gekommen sind, Flucht und Fluchtursachen, die wachsende Polarisierung in Europa schaut, die Konflikte in Syrien und Afghanistan und den Terrorismus, dann habe ich den Eindruck, dass die Grenzen zwischen dem, was Außenpolitik ist und Innenpolitik, verschwimmen, nicht mehr da sind. So, schon länger nicht, aber diesmal in diesem Jahr scheint es mir doch etwas deutlicher noch geworden zu sein. Nun haben wir da die Europäische Union, die gestartet ist 1951, ja, als Friedensprojekt, ne, mit der EGKS. In welchem Zustand befindet die sich jetzt in Bezug auf diese Konflikte? Ja, apropos die EU an sich, ja, ich finde im Nachhinein, wir hatten ja über den ganzen Juli, August diese massive Debatte über Griechenland, Griechenlandrettung haben irgendwie alle schon vergessen. Ich glaube, man kann im Nachhinein nur unglaublich dankbar sein, dass sich die Vision von unserem deutschen Finanzminister von einem Grexit nicht durchgesetzt hat, weil stellen wir uns einmal vor, wir hätten jetzt in Griechenland politische und soziale Katastrophe, wo wir dann wären. Ja, also im Sinne von die Region mit Flüchtlingen, also das hängt schon sehr eng zusammen. Ich glaube, da irgendwie überhaupt heute noch so zu tun, als gäbe es da die Innen- und da die Außenpolitik, ist wirklich überkommen. Aber wenn Sie sagen, die EU an sich, da wollte ich nochmal aufgreifen, Herr Giesmann, im Sinne von, es geht nur um die Solidarität. Nee, mir geht es da wirklich um mehr. Es ist nicht eine Solidaritätsfrage, sondern mir geht es darum, wie kann die EU funktionieren? Und die EU ist für mich Friedensprojekt. Und wenn ich aufs Spiel setze, dass die EU in diesen schwierigen Krisen nicht mehr handlungsfähig ist, dann setze ich sehr viel aufs Spiel. Und das ist deswegen nicht nur im Sinne von, ob wir jetzt mit Amerika solidarisch sind oder mit Frankreich, sondern wie kann die Europäische Union in dieser Zeit überhaupt noch funktionieren? Und dass wir immer nach Solidarität rufen im Sinne von Flüchtlingsverteilung, dass die einen rufen Solidarität, wenn es ums Geld geht und dann die anderen, wenn es um die Waffen oder die Soldaten geht. Ich glaube, da irgendwie rauszukommen und zu sagen, wir dürfen da eben nicht wieder verfallen in diese rein nationalen Diskurse. Und wenn ich dann das nicht will, dass die einen nicht in nationalen Diskurs verfallen, dann muss ich mir das selber auch abverlangen. Und ich glaube, das ist eine Anstrengung, die wir gerade permanent überall einfach einfordern müssen, aber dann auch von uns selber. Und ich glaube, das ist manchmal durchaus auch schmerzhaft dann für uns. Aber es ist für die anderen auch schmerzhaft zu sagen, wir nehmen jetzt so viele Flüchtlinge auf, weil es wir gerade Marine Le Pen haben, die uns da durch die Hölle heiß macht. Aus welchen immer Gründen schwierig ist zumindest. Oder ein Cameron, der gerade populistisch natürlich gegen die EU geht, natürlich in Anführungsstrichen, ja, weil er damit seine Backbenches in der Vergangenheit ruhig bekommen hat und jetzt zurückrudert und vielleicht deswegen es gar nicht mehr gewinnen kann. Ja, das macht mir schon Sorgen, wo ich denke, wo gehen wir da hin? Und sind wir überhaupt momentan noch in der Lage, aus diesen jeweiligen nationalen Diskursen rauszukommen? Und wir sehen es ja auch bei uns. Ja? Es ist doch diejenigen, heute Morgen, ich weiß nicht, wer Deutschlandfunk gehört hat, aber da gab es ein Interview zu jetzt Auswirkungen in Frankreich und Ankündigung war davor im Interview von einem CDU-Politiker, der gesagt hat, jetzt hier endlich mal nationale Grenzen wieder zu uns sichern. Und dann fragte der Journalist,
hat denn Marine Le Pen nicht einfach recht und war nur vor ihrer Zeit? Ja, weil jetzt fordert es ja auch der CDUler und dann der Experte in Anführungszeichen sagt, ja doch, genau, die war halt nur vor ihrer Zeit. Und ich dachte, oh, so, das ist im Deutschlandfunk heute Morgen nach den Ergebnissen von Marine Le Pen gestern. Und da ist mir irgendwie fast Frühstück im Hals stecken geblieben. Und ich dachte, oh Gott, ja, das ist irgendwie nicht jetzt eben irgendwie ein Shitsender oder wie auch immer, sondern Deutschlandfunk. Und dann denke ich schon so, das ist die Herausforderung. Ja? Also wie kommen wir denn da, wo gibt es noch Ansätze zu sagen, das ist eben nicht die Antwort. Von daher, das hat mich schon bewogen, auch in der Entscheidung über Syrien. Und das war nicht nur die, sag ich mal, nur Solidaritätsfrage, sondern ich bin schon überzeugt davon, dass ohne deutsch-französische Kooperation wir da überhaupt nicht weiterkommen. Und solange wir, sag ich mal, von Angst bestimmt sind, ja, Angst intern vor der AfD, Angst vor der NPD, Angst vor Marine Le Pen, Angst vor ISIS, ja, und die sich gegenseitig in die Hände spielen und wir da nicht rauskommen, ja, mache ich mir da echt Sorgen. Also, dass wir so angstgetrieben Politik machen, aus unterschiedlichen Gründen her, das ist, ja, und da muss man, finde ich, das ist so für mich, wo ich selber gerade überlege, wie kommt man denn da wieder wirklich gut raus? Weil die helfen sich gegenseitig. Man sieht es ja, wie die permanent zusammenarbeiten de facto, ja. Also die Terroristen und die ganz, die wieder gerne zum Nationalstaat zurück wollen. Das passt ja perfekt. Die haben so schöne, einfache Lösungen und die, je mehr die Islamisten uns betreffen, desto mehr haben die anderen recht, die schon nie irgendwie diese Muslime bei uns integrieren wollten, ja. Und das passt. Frau Tempel, einfache Lösungen, sagen Sie, das ist das, was interessant ist. Ist das, was wir also sehen mit der Nationalen Front in Frankreich, die Debatte in anderen EU-Ländern um die Aufnahme von Flüchtlingen, ist das sich ein Verabschieden, ein Augenzumachen von der komplexen Wirklichkeit, in der wir leben? Und welche Antwort lässt sich darauf finden? Also es geht ja, es kommt ja noch ein Thema mit dazu und das ist im Grunde genommen Politik und das Verhalten und das Verhältnis zur Gesellschaft und wie Politik kommuniziert wird und auch Außenpolitik kommuniziert wird. Es hat jahrelang oder jahrzehntelang in diesem Land war es gerne mal so, dass Außenpolitik als ein Elitenprojekt verstanden worden ist und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das ändert und dass Politik schon auch versteht, dass Dinge kommuniziert werden müssen. Sie haben vorhin so einen charmanten Tweet zitiert. Und da bin ich so reingekrätscht und habe gesagt, naja, es gibt schon auch andere, weil wir auch alle ganz genau wissen, wenn irgendetwas ist, wenn ich mich irgendwo äußere, sei es Radio oder vielleicht auch mal im Fernsehen, dann weiß ich, dass hinterher mein Twitter-Feed irgendwie überläuft und viele Tweets sind nicht so wahnsinnig charmant dann. Also dann kommt schon auch ziemlich übergriffiges, manchmal unfreiwillig komisches Zeug, aber manchmal auch vulgäres Zeug und so. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich bin momentan wahrscheinlich wie viele andere damit beschäftigt, rauszufinden, wer hier die lauten Blöden, die lauten nicht so Blöden und wer die leisen überhaupt nicht Blöden sind, die sich aber nicht so richtig äußern. Das ist gar nicht manchmal, das ist wirklich manchmal gar nicht so ganz einfach. Und das Interessante ist, aber und das gibt mir im Grunde genommen schon auch ein bisschen Zuversicht. Also das gehört eher zu meinen optimistischen Erfahrungen, dass die komplexen Dinge, über die wir sprechen, in der Art, wenn man auch differenziert darüber spricht, dass das auch ankommt, dass Leute das auch gerne zur Kenntnis nehmen, dass es zwar auf der einen Seite dieses mancher wirklich sehr unangenehme und ich glaube schon auch durch soziale Medien mit beförderte etikettlose Kommunizieren, ich will dabei sein, aber ich möchte mich nicht unbedingt informieren, weil alleine, dass ich Internet nutze, heißt ja schon, dass ich Informationen habe, was also sozusagen Teilhabe will, aber ohne irgendwie diese Hohlschuld auch mal zu haben, dass ich mir Informationen holen muss, wenn ich an bestimmten Diskussionen teilnehmen will, aber dass ich auf der anderen Seite auch viele Dinge sehe, bei denen ich ganz genau merke, die Leute haben doch sehr genau begriffen, dass die Außenpolitik bei ihnen angekommen ist. Den Leuten, die dann tatsächlich da sitzen oder jeden Abend oder auch viele Abende in der Woche zu den Aufnahmelagern gehen, die irgendwie freiwilligen Arbeit machen. Die haben doch längst begriffen, viel besser als manche andere, dass die Welt bei ihnen angekommen ist und wie und in welchem Zustand sie bei ihnen ankommt. Da werden doch Kontakte geknüpft, von denen ich hoffe, dass sie im Grunde genommen eine Integration dann eben auch leichter machen. Das alles ist vorhanden und es ist auch vorhanden, eine durchaus aufmerksame, auch reflektierte, sich auf Differenzierungen einlassen wollende Öffentlichkeit, die übrigens nicht immer die veröffentlichte Medienlandschaft ist. Ich habe momentan, ich muss es runter raus gestehen, ich bin momentan nicht so wahnsinnig glücklich mit meiner Kollegenlandschaft hier, weil ich schon finde,
Und ich habe es auch in der Flüchtlingsdebatte gemerkt, dass da einiges oft mal runtergebrochen wird, weil man den Leser offensichtlich für bescheuert hält. Und das ist eine Art von Unterschätzung dessen, was da draußen eben auch ist, an durchaus vorhandenem Willen zur Differenzierung, was oft unterschätzt wird und was ich finde unserer Demokratie und dem Diskurs, den wir hier haben, nicht so besonders gut tut. Also die nicht so frustrierende, wirklich eher aufmunternde Erfahrung ist, wie ein Großteil dieser Öffentlichkeit auf Probleme reagiert hat, die wir haben. Und da muss ich gestehen, da war ich im letzten Jahr noch viel frustrierender, weil die Erstreaktionen auf die Annexion der Krim haben mich eher erschüttert in der Öffentlichkeit. Die frustrierende Reaktion war dann tatsächlich erstmal, wie das in Teilen medial verarbeitet worden ist, wo ich ein paar meiner Kollegen nicht mehr wiedererkannt habe, die plötzlich irgendwie von der großen Flut sprachen und das alles nur ablehnen wollten und sowas alles. Ich glaube, dass das Potenzial zur differenzierten Debatte und zum Diskurs in dieser Gesellschaft schon vorhanden ist. Heißt, man muss sich die Mühe machen, das dann auch dementsprechend zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite muss man sich auch die Mühe machen, ab und an mal Informationen abzuholen, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind als das, was man im Alltag sonst so unterbringt. Herr Giesmann, in diesem Jahr haben sich ganz viele Menschen in Deutschland ja ein Stück weit mit Außenpolitik beschäftigt, nämlich in der Form, dass sie in der Flüchtlingsarbeit aktiv geworden sind und damit mit Menschen, die vor Gewalt, vor Konflikten, vor Armut geflohen sind, auseinandergesetzt haben und sich Fragen stellen, wieso Menschen geflohen sind und was man dazu tun kann, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Jetzt sagt Frau Tempel, ja, also es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, auch zu komplexeren Antworten. Müssen wir vielleicht noch mal neu lernen, über Außenpolitik so zu reden, über Friedenspolitik und die Chancen, die es gibt, um eben nicht angstbestimmt zu handeln, sprechen zu können? Also so gesehen hat der Ablauf der Ereignisse in der Tat ja etwas Bemerkenswertes, nämlich dass in der Tat etwas zurückgekehrt ist, was über Jahre völlig verschüttet war, nämlich eine öffentliche Debatte über Friedens- und Sicherheitspolitik. Das war mehr oder weniger lange Zeit ein Elitediskurs, wenn überhaupt. Man kannte sozusagen alle diejenigen, die sich an dem Diskurs beteiligten. Sehr viel größer ist die Community immer noch nicht. Na doch, aber jetzt ist es doch so. Ich meine, ich kann ein Beispiel vielleicht aus unserer eigenen Arbeit berichten. Wir haben eine Website, die Berghof Foundation, die nennt sich Frieden Fragen. Das ist eine Webseite für Kinder im Alter von etwa 9 bis 15 Jahren, wo Kinder die Fragen stellen können, die sie sich nicht trauen zu fragen in ihren Elternhäusern oder eben auch in der Schule. Und die Anzahl der Fragen, die sich sozusagen um Kriegsangst oder auch Sorgen, wohin wird die Entwicklung gehen, was kann man dagegen tun, was können wir als Kinder dagegen tun, hat in einem Maße zugenommen, dass ich sagen würde, ja, da ist was in der Gesellschaft angekommen, da wird etwas reflektiert, was vielleicht in den Elternhäusern diskutiert wird, aber wo die Kinder sich nicht regelrecht beteiligen oder in den Schulen, aber sie diskutieren eben darüber, es berührt sie. Das heißt schon, ich würde sagen, ja, es verändert sich etwas in der Gesellschaft, auch wenn dies sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt ist. Mit der Zunahme der Beteiligten wird sich auch der Anspruch auf solide Antworten verstärken. Das heißt also, mit einfachen und kurzen Antworten wird sich die Öffentlichkeit in der Auseinandersetzung nicht zufrieden geben. Insofern war das jetzt mit der Debatte am Freitag wirklich ein schlechtes Beispiel. Also ich habe als zur Abstimmung gerufen wurde, habe ich mir gedacht, wie jetzt? Ist das jetzt? Das ist jetzt, kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Das sind doch noch so viele abweichende Voten und individuelle Stellungnahmen, die dann sozusagen zur Seite gedrückt wurden. Ich glaube, wer das sieht und sich wirklich für diese Themen auch interessiert, wird sich fragen, warum findet diese Debatte eigentlich nicht gerade, die so wichtig ist für uns, auf diesem Forum statt. Also ich fand es war eine vertane Chance, ehrlich gesagt, für die öffentliche Diskussion. Dazu noch mal ganz kurz ein Wort. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie mit soliden Antworten meinen, aber solide Antwort kann nicht sein, dass wir oder das Entscheidungsträger,
das Gefühl geben, dass man tatsächlich irgendeine Form von Lösung gefunden hat, die auch nur 80%ig gut ist. Ich glaube, wir kommen noch nicht mal, und das ist etwas, was eine wirkliche Kommunikationsaufgabe ist, in der Außenpolitik generell, aber unter den verschärften Umständen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, wo wir beständig überrascht werden von Dynamiken, die wir in ihrer Grundform eigentlich sehen, aber die irgendeinen Auslösermoment haben, der sie in einer Weise so verschärft, dass sie dann volle Wucht auf uns zukommen. Das lesen zu lernen, wird eine große Aufgabe sein. Und das, was die große Kommunikationsaufgabe dabei ist, ist wirklich auch zu sagen, wir werden in der nächsten Zeit, ich sehe es jedenfalls nicht, mit wirklich guten Optionen dienen können. Wir werden viel korrigieren müssen, deswegen brauchen wir dieses beständige Gespräch. Wir werden keine Erwartungshaltungen wecken können, die da heißen, wir kriegen das irgendwie hin. Und wenn ich das Beispiel Syrien oder Bekämpfung von Terrorismus nochmal aufnehmen kann, das ist so verknüpft von einem ganz klaren außenpolitischen, auch geopolitischen Problem, dass, wenn man es loslösen würde, fast was Klassisches hätte in Syrien, aber bis hin zu Problemen, die mit Integration, Absorption, der Resilienz von Gesellschaften, der Frage, wer wir selber sind, wie stark wir uns noch fühlen, wie gut wir unser Modell noch verkaufen, zu tun haben, dass wir wissen, wir werden über die nächsten Jahre damit beschäftigt sein und wir werden auch einige Rückschläge erleben. Und diese Rückschläge können schmerzhaft und frustrierend sein und wir werden uns wieder aufrappeln müssen und werden von neuem nachdenken müssen, ob wir wenigstens eine für diese Zeit mit allem besten Wissen, das wir haben und auch Gewissen, gute Entscheidungen treffen, die wir unter Umständen nochmal wieder korrigieren müssen. Diese einfachen Lösungen, diese Trennungen von und übersichtliche Welten, die sind weg. Wir hatten heute Mittag ein Gespräch mit John Kornblum und dann sagt jemand wie John Kornblum, ich glaube und ich finde, er hat vollkommen recht, dass die Zeit des Kalten Krieges ein Interregnum war. Das war die Ausnahmezeit, die uns eine Übersichtlichkeit gegeben hat, die wir in dieser Form erstmal nicht mehr wiederfinden werden. Die Welt ist einfach wirklich a lot messier geworden und damit werden wir uns, glaube ich, auseinandersetzen müssen. Das erinnert mich an den Do-No-Harm-Ansatz, einen Ansatz, in dem man sagt, also wenn man interveniert in Konflikten, sei es mit humanitärer Hilfe, mit Entwicklungszusammenarbeit oder wie auch immer, dann ist das erste Ziel, keinen weiteren Schaden anzurichten. Und dann im zweiten Schritt ist die Hoffnung da, dass es etwas Positives bewirkt. Ich habe trotzdem den Eindruck, und Sie sprachen gerade eben von der Debatte auch in den Medien, wie sie dargestellt wird, dass diese Komplexität und auch die Anforderung, nicht dargestellt wird, sondern dass immer noch der Eindruck erweckt wird, dass es einfache Antworten gibt. Ja, also ich finde schon, momentan habe ich das Gefühl, je schriller man was sagt, desto eher kommt man in die Zeitung und nicht je vielleicht komplexer, aber der Realität entsprechend. Also das ist, vielleicht war das immer so, ich weiß es nicht, aber ich habe schon den Eindruck, das ist dann vielleicht auch um die Debatte bei der Maut nicht so aufgefallen, wie es einem jetzt auffällt. Aber das, also ich meine, wir haben jetzt über Wochen, Monate gesprochen, schaffen wir das, schaffen wir es nicht? Bescheuerte Debatte. Die Frage ist ja, wie schaffen wir es? Ja, so. Das Nichtschaffen ist gar keine Option. Das Nichtschaffen ist gar keine Option. Wir haben, also das ist gar keine Option und deswegen geht es darum, wie wir es schaffen und darüber zu diskutieren und dass irgendwie seit Monaten trotzdem um das Ja oder Nein geht, das finde ich irgendwie grausam. Und das ist ähnlich bei so, was machen wir nach den Attacken von Paris? Man muss eben etwas, natürlich hat das was mit Syrien zu tun, andererseits mit uns eben, wie klappt bei uns Integration, wie resilient sind unsere Gesellschaften, wie schaffen wir es, unsere jungen Leute davon zu überzeugen, nicht in den Dschihad zu ziehen und dann nicht immer zu sagen, das eine oder das andere. Oder bei den Flüchtlingen, jetzt bekämpfen wir die Flüchtlingsursachen, die Fluchtursachen, dann müssen sie nicht mehr zu uns kommen. Und dann waren wir Grüne immer der Position, die wir seit Jahren appellieren, vieles dieser Fluchtursachen anzugehen, wo wir auf einmal sagten, das kann man jetzt gar nicht mehr so dafür kämpfen, weil dann ist man sofort in der Ecke, du willst die hier nicht haben. Das fand ich, war grausam. Ja? Also selbst, das habe ich an mir selber gemerkt, dass man dann gar nicht mehr vehement die Fluchtursachenbekämpfung verteidigt hat, obwohl wir das ja immer tun, Handelspolitik, alles, was dazugehört, weil man auf einmal in der Ecke in dem gleichen Lager war wie jene, die das Gleiche sagen, aber nur, weil sie die Flüchtlinge nicht wollen. Und das waren schon, also viele dieser Debatten, wo ich das Gefühl hatte, da war eigentlich nicht auf der Höhe dessen, was so eine multipolare Hölle oder Krisen eigentlich verlangen würden. Und rückblickend fand ich, das war in vielen dieser Punkten so.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Pixar-Film gesehen hat über das Mädchen, das von irgendwo im Mittleren Westen, ich weiß nicht, wie heißt er nochmal, da nach San Francisco zieht und irgendwie wird ihr Innenleben so. Sie hat also diese vier großen Figuren, Freude, Ekel, Wut und Kummer, ganz genau so. Ganz kurz, am Anfang ist sie also da und man sieht irgendwie die Schaltzentrale im Hirn und das ist ein relativ übersichtliches Schaltpult, das sie da noch hat. Sie ist nämlich präpubertär. Und dann kommt sie in die Pubertät und am Ende dieses Filmes kriegt sie ein neues Schaltpult da in dieser Kommandozentrale Hirn. Und dieses Schaltpult hat das echt in sich. Das hat nämlich wesentlich mehr Hebel. Und momentan denke ich da irgendwie ganz viel, ich breche ja gerne schwierige Politik auf einfache Bilder rüber, vor allem wenn es dann noch mit Hilfe von Kinderfilmen ist, der in Wirklichkeit gar kein Kinderfilm ist. Momentan habe ich das Gefühl, die Politik, die wir haben, ist ein Riesenmischpult, bei dem wir wissen, wenn wir den einen Regler betätigen in diese eine Richtung, kann es sein, dass uns ein anderer Regler, den wir gar nicht im Blick hatten, irgendwo in eine andere Ecke switcht. Damit haben wir es zu tun. Es ist wirklich nicht mehr dieses simple Schaltpult von hier sind Entscheidungen, die haben solche Wirkungen, sondern wir haben multiple Entscheidungen, die manchmal Dynamiken wiederum in eine andere Richtung bringen, deren Richtung wir noch gar nicht gänzlich überschauen können. Das ist die momentane Ausgangssituation für Außenpolitik. Wir haben jetzt über ganz viele Dinge, die tagesaktuell, die in den Medien sind, gesprochen. Über viele andere Themen haben wir noch nicht gesprochen, die auch in diesem Jahr stattgefunden haben. Ich nenne mal einfach zwei. Wir hatten den 20. Jahrestag des Dayton-Abkommens. Des Abkommens, genau, das den Krieg in Bosnien beendet hat, aber den Frieden nicht unbedingt gebracht hat. 20 Jahre, in denen viel State-Building passiert ist, aber doch von den darunterliegenden Strukturen, Einstellungen wenig sich verändert hat. Ein anderes Beispiel, wir haben 15 Jahre der UN-Resolution 1325, naja, gefeiert kann man nicht sagen, aber begangen, im Unterausschuss wurde es gefeiert, die Erkenntnis, dass es sich lohnt, darauf zu schauen, wo und wie Männer und Frauen gemeinsam und unterschiedlich in Konflikten und Friedensprozessen engagiert sind, die ist da, aber auch das ist ein Thema, das nicht wirklich den Weg in die Öffentlichkeit findet. Sie haben jetzt die Gelegenheit, weitere Themen anzubringen, Kommentare und Fragen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen und ich habe zwei Bitten vorab. Die eine ist, dass Sie herzlich eingeladen sind, auch Ihren Namen zu sagen, sich kurz vorzustellen. Das zweite ist, dass Sie Ihr Anliegen und Ihre Frage kurz vorbringen, damit viele Menschen hier die Chance haben, sich zu beteiligen und das Podium die Gelegenheit zu kommentieren und zu antworten. Bitte schön. Hier mein Name, Westberliner, weil die Mauer ja noch nicht gefallen ist. Ganz kurz, ich finde schön und angenehm Ihre leisen Töne, Ihre mehr Zurückhaltung, die ich wahrnehme. Was mir Sorge macht, ist eher die naive Oberflächlichkeit, wenn es darum geht, um Rückkopplungen und Wirkungen ins Inland, die Sie skizzieren, um nicht zu sagen, Sie kennen sie facto gar nicht. Deswegen möchte ich einen kleinen Punkt bringen. Und unsere Bevölkerung braucht Vergleichbarkeit. Also damit Sie wissen, wo ich ungefähr das Pariser Terrorattentat ansiedle. Wenn in allen Hauptstädten der europäischen Mitgliedstaaten jetzt nochmal am selben Tag zu gleicher Zeit so ein Anschlag stattfinden würde, ist es eine witzige, winzige Marginalie im Vergleich zu dem, was allein nur deutschen Behörden an einem Tag an Existenzvernichtung vornehmen, an der eigenen Innenbevölkerung. Nur einfach mal das Verständnis. Wenn man es runterbricht, damit Sie verstehen, wo ich die Rückkopplung sehe. Sprich, wir kriegen es nicht weg. Die wahren Terroristen sind unsere Behörden. Wenn Sie sehen, in was für einem Eifer jede kleinste Nuance an Außenkonflikte verwendet wird, um im Inland die eigene Bevölkerung zu überfallen und auszubeuten, es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Und sie kriegt man nicht angehalten. Moltke hat jemand hier erwähnt. Ja. Wie lange wurde Moltke zurückgehalten? Wie oft wollte Moltke in den Krieg ziehen? Lieber Bismarck, danke Bismarck. Ich möchte Sie bitten, sich ganz kurz zu fassen und vielleicht noch einen Punkt zu sagen und dann wirklich möchte ich weitergehen. Ja, ja gut, und der Punkt ist der,
Wir werden leider noch weiter terrorisiert durch die Behörden, solange bis Behördenpersonal geht nicht genauso an die Kandare genommen, sprich sanktioniert werden für ihre Überfälle, die sie entweder durch ihren Dilettantismus oder richtige kriminelle Energie in unserer eigenen Bevölkerung vornehmen. Solange dieses Tribunal, dieses Gericht es nicht gibt, dass sie sich kurz fassen und möchte gerne solange jetzt auch anderen Leuten weiter noch die Gelegenheit geben, hier zu Wort zu kommen. Dankeschön. Ja, so erstickt man Wahrheit. Ne? So lebt Deutschland. Ich denke, das ist durchaus die Rolle des Moderators, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten sich melden können. Bitte schön. Johannes Lax, mein Name, ich bin Neuberliner. Ich habe eine Frage an Frau Tempel, die davon sprach, dass sie ihren Twitter-Account regelmäßig prüft. Ist nicht in dieser, in den neuen Medien, Online-Medien, ist da nicht automatisch dieser Bezug drin? Ich denke nicht mehr nach, sondern ich muss binnen einer Stunde eine neue Seite aufbauen. Ich muss neue Informationen bringen und ja, im Prinzip nur noch oberflächliche Informationen. Das ist der eine Aspekt, ob wir nicht ja, einfach mehr Ruhe brauchen und dann auch die Politiker mehr Ruhe brauchen. Nicht mehr jedem Mikrofon gleich wieder einen Pups mitzuteilen, ach, ich habe was Wichtiges zu sagen, denn ich werde ja nachher gezählt. Wie oft werde ich denn in eine Talkrunde eingeladen. Wie oft kann ich da und da etwas sagen? Sondern sich zurücknehmen und denken und bei zu gegebener Zeit dann nochmal was sagen. Also welchen Einfluss hat die Schnelligkeit auf ja, den Umgang mit Konflikten und das Nachdenken? Ich glaube, ich will mal ein anderes Beispiel nehmen. Man sagt ja ganz schnell bei Twitter oder den ganzen anderen Social Media Portalen, die es gibt, geht es immer um das Oberflächliche und dass man unbedingt mitteilen muss, was man jetzt ist und sowas alles. Ich nutze Twitter in vielen Sachen auch ganz anders, also indem ich Leuten folge, die interessante Sachen posten und die für mich eine wirklich großartige Vorauswahl machen von Links, weiß ich, von der Washington Post über die New York Times, über die Atlantic. Das würde mich Stunden mehr kosten, das alles selber zu finden und so kann ich dann mit einem großen elektronischen Rechner rangehen und mir auch Sachen hole, über die ich mich informieren kann und die mir durchaus Ruhe zum Denken und zum Nachlesen gehen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man das nutzt, jetzt mal grundsätzlich. Und dann gibt es natürlich wirklich auch die Momente, wo ich es auch feststellen kann, wo Menschen wirklich unglaublich spontan reagieren und dann meinen, sie müssten mich sofort beschimpfen oder sie müssten mich loben oder was auch immer. Also wo man mal sagt, also in der analogen, guten, alten, klassischen Face-to-Face-Kommunikation würden wir das wahrscheinlich nicht machen, weil wir da so eine ganz gewisse Schüchternheit haben oder auch noch merken, wenn der andere sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Ich finde aber, soziale Medien und das, was im Grunde genommen an moderner Kommunikation stattfindet, an einer ganz anderen Stelle hochinteressant. So, und das ist zum Beispiel, und das ist jetzt wirklich nur eines der offensichtlichsten Beispiele, kein Flüchtling kann auf ein Utensil verzichten, das sein wichtigstes Utensil ist und das ist das Smartphone. Das Erste, was er machen wird, wenn er in einem anderen Land ankommen wird, ist, er wird gucken, dass er eine SIM-Karte findet. Das Erste, was mit in Calais, in diesem Flüchtlingslager mit aufgebaut worden ist und das ist so typisch, es gibt ein paar klassische Sachen, ein Theater, eine Essensverteilstation, einen kleinen Kiosk, das haben Sie auch in den DP-Lagern nach 1945 gesehen, aber Sie haben auch eine Ladestation, wo jeder hingehen kann und sein Smartphone hat. Warum? Weil das über die sozialen Medien natürlich, WhatsApp, was auch immer er nutzt, seine relativ kostenfreie Verbindung nach zu Hause ist, zu den anderen Familienmitgliedern, die er unter Umständen unterwegs verloren hat. Aber weiß ich auch, und das finde ich hochfaszinierend, innerhalb einer rasanten Silicon Valley-artigen Geschwindigkeit eine Fluchttechnologie ausgearbeitet hat, die ist so entstanden, die ist von niemandem auf den Weg gebracht worden, mit Apps, mit Websites, mit Informationen, wo man irgendwie Kontakte daherkriegen kann, wo man irgendwo in der türkischen Küste, und Sie müssen sich vorstellen, Syrer, haben Sie vor ein paar Jahren irgendwelche Syrer irgendwo hinreisen sehen? Nein, ich auch nicht. Die waren
im Wesentlichen zu Hause eingeschlossen. Und ich habe mich immer gefragt, warum wissen die das über die Welt? Warum wissen die, wohin sie hingehen müssen und wen sie treffen müssen? Das sind Fluchttechnologien, die mit modernen Medien in einer unglaublichen Geschwindigkeit hergestellt worden sind. Und zwar so sehr, und jetzt übertreibe ich mal, dass die schon unterwegs waren Richtung Budapester Bahnhof, als wir noch versucht haben, die großen Ströme auf der Landkarte zu finden. So. Und die im Grunde genommen dann aber auch eine Bürokratie in dieser Schnelligkeit, in der das auch sich fortgesetzt hat, natürlich erstmal und auch verständlicherweise vollkommen überfordert hat. Das meine ich mit moderner Kommunikationstechnologie, die im Grunde genommen Dynamiken beschleunigen kann, die wir sehen, die da sind, aber die ein unglaubliches Tempo kriegen kann und auch eine enorme Breite kriegen kann. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt bei der Frage. Dass da mal, Entschuldigung, ein paar Leute unangenehme und ungalante Sachen in meinen Twitter-Account reinrotzen, das kann ich aushalten. Aber das, was es an Dynamiken beschleunigt, das finde ich interessant. Das beschäftigt mich. Sie wollten noch einmal. Also jenseits der sozialen Medien hat der Herr aber, glaube ich, schon einen Punkt. Nämlich die Frage, das gibt mir nochmal die Gelegenheit, das mit dem Solide nochmal gerade zu rücken. Das, was einem sozusagen an Sprechblasen in diversen Talkshows begegnet, oft liegt es auch daran, dass es immer die gleichen Leute sind. Das ist etwas, womit sich, glaube ich, die Gesellschaft nicht mehr zufrieden gibt. Und wo sie, das sieht man ja auch sozusagen mal abnehmenden Grenznutzen, was die Einschaltquoten betrifft. Also da würde ich Ihnen voll zustimmen. Dreimal nachdenken vorher, bevor man sich präsentiert, nur um sich präsentieren zu wollen, um sichtbar zu sein, macht da schon Sinn. Also vielleicht kann ich dazu ganz kurz was zufügen. Ich habe jetzt ganz anderer Kontext, aber mit Kolleginnen und Kollegen zusammen eine Initiative gestartet, um Politik familienfreundlicher zu gestalten, was sofort dazu führt, dass man mehr Zeit hat und langsamer ist, weil Kinder verlangsamen oder zumindest ja, führt einfach dazu, dass man eben nicht immer sofort ans Telefon gehen kann. Brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erklären. Und wir haben da durchaus viele Unterstützer und auch Unterstützerinnen natürlich, aber ein paar, die dann wirklich sagen, nee, das geht einfach nicht. Wir müssen immer erreichbar sein und müssen sagen, hier sofort Stellung nehmen können. Und ich meine, denke, nee, müssen wir nicht. Ja? Und das ist wirklich interessant, weil man daran merkt, was man für ein Selbstverständnis hat. Muss ich immer erreichbar sein? Muss ich immer sofort was sagen können? Oder ist es auch okay, wenn wir zum Beispiel mal einen Tag in der Woche nicht erreichbar sind? Und dann dreht sich die Erde trotzdem weiter. Ja? Aber das ist ganz interessant. Das ist ein anderer Kontext, wirklich Familienfreundlichkeit, aber das hat sehr viel damit zu tun, wie schnell ist es, immer erreichbar sein, permanente Druck. Das ist nicht positiv für die Politik. Also das finde ich schon. Und die, ich sag mal, wenn es nur Rotzen ist ins Internet, dann finde ich, geht das. Wir kriegen aber sehr viele Bedrohungen. Und das sind schon Dinge, die mir Sorgen machen. Also das ist das Positive. Aber was ich mittlerweile an E-Mails bekomme von Leuten mit ihrem Klarnamen, mit ihrer Adresse, ja, wo ich weiß, okay, der wohnt 3 Straßen weiter. Und der sagt irgendwie hier mit eurer Claudia Roth-Fotze so, das ist echt nicht mehr schön. Also das ist auch auf einem Niveau, wo ich schon denke, naja, so ins Gesicht sagen würde es mir vielleicht auch, aber nicht ganz so viele von denen. Und das ist, da haben wir noch keine wirklich guten Antworten drauf. Und das ist eine Zunahme, und alle mittlerweile mit Klarnamen. Wir hatten es vor ein paar Jahren, das waren immer irgendwelche Anonymen, der Gartenschlauch schrieb einem was, ja. Und heute ist es halt Hannegret, Müller, was auch immer, ja. Mit Straße und Adresse. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt dieses Themas, nämlich der Frage des Friedens in diesem Jahr, der innergesellschaftliche Frieden und der Umgang mit Konflikten. Das eine ist das, was Sie schildern im Internet, der Umgang miteinander. Das andere ist ja auch die andere Form der Gewalt, die wir in diesem Jahr gesehen haben, in der Gewalt gegen Flüchtlinge, die ja massiv zugenommen hat und die nur in wenigen Fällen aufgeklärt werden kann. Haben Sie weitere Fragen und Rückmeldungen? Bitte. So, erstmal, ich bin Lea Polacek, ich bin Studentin. Eigentlich hatte ich vorher eine andere Frage, aber jetzt gerade auch, wo wir gerade auch nochmal auf Kinder zu sprechen gekommen sind. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist 9 und irgendwie finde ich es verdammt schwierig, ihm irgendwie dafür zu sensibilisieren. Themen halt auch gerade jetzt, ich merke einfach, Kinder in dem Alter sind, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt,
haben schon einen ganz anderen Input und sind irgendwie schon ganz anders, auch was soziale Medien und so weiter anbelangt. Also wie kriegt man da eine Prävention hin, dass Kinder nicht gleich so in diese Beschleunigung reingeraten und auch in gewissermaßen bestimmte Ausdrucksform. Ich kann es gerade leider nicht besser beschreiben. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich gerade meine. Jo. Bitte. Danke. Also ich kann nur einen Satz dazu sagen. Ich glaube, dass Kinder es auch etwas anders empfinden. Also die empfinden das gar nicht als so eine große Beschleunigung. Ich empfinde das natürlich als eine Beschleunigung. Ich habe das auch bei meinen Kindern so empfunden, die mich also überholt haben und die mit mehreren Leuten gleichzeitig kommunizieren konnten auf ihrem Rechner, während sie ihre Hausaufgaben erledigten. Das wäre für mich überhaupt völlig undenkbar. Das heißt, wir wachsen in eine digitalisierte Welt hinein, in der auf der einen Seite Kommunikation viel schneller und auch viel umfassender, im Übrigen auch weltumspannender, sich entwickelt, aber auf der anderen Seite eben auch die Gefahr droht, dass diese Kommunikation sich dann sozusagen nur an der Oberfläche bewegt. Ich habe ja vorhin dieses Beispiel gebracht, also schicken Sie Ihren kleinen Bruder mal auf unsere Website mit den Friedenfragen. Das ist kindsgemäß aufbereitet, das sind Pädagogen, die dort sich mit den Fragen ernsthaft auseinandersetzen. Ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, dass Kinder auch in dem Alter von 9 oder 10 oder von zum Beispiel auch 8 Jahren durchaus ernste Fragen stellen. Und man muss sich mit den Fragen auch ernsthaft auseinandersetzen und darf es sozusagen nicht so zur Seite schieben, weil dann wird es sozusagen in sich reingefressen und irgendwie auf eine Art und Weise verarbeitet, die für die Entwicklung des Kindes nicht gut ist. Es gibt noch was dazu, das mich auch sehr beschäftigt, was die Generation der Digital Natives betrifft. Mein Neffe ist jetzt 19 und als er 3 war und uns irgendwelche Sachen gefragt hat und wir die nicht gleich wussten, dann kam da nicht mehr, schau doch im Lexikon nach, das war für ihn schon passé, sondern schau mal im Internet nach. So. Und was ich hoch faszinierend finde, der ist informiert und der ist auch politisch hoch interessiert und wir können großartige Gespräche über Politik haben, in denen er mich immer wieder mit Fragen überrascht. Aber die eine Frage, die er mir nie beantwortet, ist, wenn ich frage, woher weißt du eigentlich, was du weißt? Weil ich das hochfaszinierend finde, dass es Referenzmedien, wie ich sie in meiner Generation noch gekannt habe, also es fing eigentlich an mit Kindheit, die Tagesschau fängt an, die Kinder sind im Bett gefälligst, weil alle die Tagesschau gucken, das ist durch. Die gucken nicht mehr zu irgendwelchen Zeiten an. Die haben keine Referenzmedien. Die kämen überhaupt nicht auf die Idee, was mich natürlich schmerzt, eine Zeitung oder eine Zeitschrift zu abonnieren. Zeitschrift geht vielleicht gerade noch, aber Zeitung ist so halbwegs. Die gucken da rein, die lesen es auch online, aber das geht viel mehr quer durch den Gemüsegarten und da gibt es auch nicht mehr so Milieus, denen sie sich in irgendeiner Weise zugeordnet fühlen. Was grundsätzlich heißt, ich meine, ich schließe jetzt gerne vom Anekdotischen mal auf das Allgemeine, was aber grundsätzlich heißt, dass das Gespräch mit einer Gesellschaft auch anders verlaufen wird. Es läuft nicht mehr über die großen Kanäle, sondern über viele filigrane Kanäle, filigranere. Es gibt eine größere Vernetzung, aber es gibt auch eine größere Fragmentierung. Es gibt das Globale, aber es gibt eben auch den Rückzug zum Lokalen. Ich muss gestehen, wenn ich nicht verstehe, wie Wissen in einer Gesellschaft zusammenkommt, macht mich das A neugierig. Und B finde ich es aber auch faszinierend, weil ich das, glaube ich, immer schwieriger finde, weil ich es momentan schwieriger finde, meine eigene Gesellschaft zu lesen, als ich es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch gefunden habe. Kann ich da? Meine Tochter ist erst 5 und die hat auch noch kein iPad. iPhone? Nee, auch noch kein iPhone, auch kein iPad. Aber die Fragen, die kriegt sie ja mit. Also ich meine, bei uns läuft immer Radio Deutschlandfunk und natürlich weiß sie... kriegt sie mit oder meinen Schock und meine Tränen wegen Paris, dann fragt sie mich natürlich, Mama, warum weinst du denn? Und dann ihr zu erklären, dass das da ist, wo ich gelebt habe, so, das war schon sehr schwierig, das ihr zu erklären. Und dann fand ich es hilfreich, dass ich zum Beispiel mit ihr, vielleicht können sie ja auch machen, wenn man dann selber mit Flüchtlingen auch in den Kontakt kommt und von denen ihre Geschichten erzählt bekommt und dort auch viele Familien sind mit Kindern in dem Alter. Und dann es keine Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Und dann ist es für sie auf einmal ganz nah. Das war der Mahmud. Das ist für sie jetzt, das ist für sie etwas. Und da, finde ich, kann man schon diesen direkten Kontakt dann auch suchen und finden. Was für Kinder häufig viele sagen, das ist für die zu hart. Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist nicht härter, als was sie im Internet lesen teilweise und sehen.
Und dann lieber direkt. Es ist greifbarer und direkter. Und wenn man das als Eltern begleitet oder als große Schwester, vielleicht besser, als wenn sie es online sich anschauen. Und noch ein Kommentar zu, was Silke Tempel gerade gesagt hat. Was mir gerade Sorgen macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele gar nichts mehr glauben. Also nicht im Sinne von, das, was ich online lese, ist wahr, aber das, was Franziska erzählt, ist vielleicht auch nicht wahr. Ich weiß es einfach nicht. Ja? Wer hat das Flugzeug abgeschossen, das russische über Ägypten? Wer hat das in der Ukraine abgeschossen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir keine Meinung mehr bilden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich, wo ich denke, oh, so viele Leute, die sagen, das kann wahr sein, das kann wahr sein. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch kein Medium mehr, dem ich glaube oder dem ich mehr vertraue als jemandem anderen. Und das ist, finde ich, kein guter Trend. Ja, das waren die modernen Medien, die, wie Sie sagten, Selbstorganisation ermöglichen können, am Beispiel der Flüchtlinge. Das funktioniert manchmal auch ganz ohne Twitter und moderne Medien. Ich erinnere mich zum Beispiel an das, was in vielen Gemeinden in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Kroatien an der Grenze passiert ist, wo sich Dorfgemeinschaften selber organisiert haben, um in Krisen- und Konfliktsituationen wie der Vielzahl der Flüchtlinge, die über die Grenze kamen von Serbien nach Kroatien, ganz Unglaubliches geschafft haben. Das und zwar in Gemeinschaften, die durchaus konservativ sind politisch und vielleicht nicht diejenigen sind, denen man das zugetraut hätte. Das geht bei Dorfgemeinschaften, das ist wunderbar. Aber gucken Sie mal, wenn Sie sich einfach nur informieren wollen, wo kann ich helfen in Berlin? Dann haben Sie eine Website, die fantastisch ist. Dann gehen Sie her und sagen, was ist in meinem Kiez? Aha, da ist das Rathaus Wilmersdorf. Aha, die haben hier Frauenkleiderkammer, Männerkleiderkammer, Essensausgabe. Was brauche ich für die Essensausgabe? Da brauche ich das und das und das vom Gesundheitsamt so und so. Wenn ich mit Kindern spielen will, brauche ich es erweiterte Führungszeuge. Steht alles da. Dann steht da Mittwoch, keine Ahnung, Datum, welche Schicht ich machen kann. 5 Leute, die klicken sich. Das hat jemand entwickelt. Ich finde sowas wirklich geradezu grandios. Und das sind eben dann auch technische Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die eine elektronische Dorfgemeinschaft bilden, wo man plötzlich auf Leute trifft, die dann ganz analog in der Frauenkleiderkammer Babyklamotten einräumen, die eben auch ermöglicht werden. Wie gesagt, ich finde das hochfaszinierend. Ich mag ja die analogen Dinge. Ich würde nie auf die verzichten wollen. Ich würde es überhaupt nicht durch die digitale Welt ersetzen wollen. Ganz im Gegenteil. Ich will nur sagen, es sind neue Formen der Organisation und der Netzwerke, der gleichzeitigen Fragmentierung, der Schnelligkeit entstanden, die uns gehörig Beine machen und die Kommunikation in einer Gesellschaft über das Politische enorm verändern. Sie hatten sich gemeldet, bitte. Ursula Hadl-Lenz, ich arbeite ehrenamtlich im Rahmen der Grünen. Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, Wege zum Frieden. Es wurde gesagt, dass dieser Militäreinsatz, der jetzt indirekt ja unterstützt wird, eigentlich gar nicht zielführend ist, auch wenn man so oder so vielleicht sich dazu positioniert hat. Welche Initiativen wären denn jetzt notwendig? Es wurde gesprochen über die NATO, über die EU. Von der UNO wurde überhaupt noch gar nicht gesprochen, obwohl ja doch viele sagen, das ist eigentlich der Rahmen, der gestärkt werden müsste. Gut, das kann man so leicht sagen, aber konkret würde mich jetzt schon interessieren, was kann Deutschland, was kann die Bundesregierung, was kann auch die Opposition jetzt machen, um tatsächlich in dieser schwierigen Lage auch mal einen Punkt noch zu setzen? Man könnte auch sagen, gut, die OSZE-Vorsitz Deutschlands bezieht sich ja eben doch jetzt weniger auf das Thema Syrien. Andererseits ist die Frage, wie könnte man zum Beispiel auf die Fragen eingehen, Aufnahme von Flüchtlingen. Also mir ist das Ganze jetzt, aus meiner Sicht, das Thema war sicherlich auch wichtig, aber die Frage ist doch dann, wie kann man tatsächlich weiterdenken, wenn da auch Initiativen aus der Zivilgesellschaft kommen, umso besser. Aber das sind doch Fragen, die müssen jetzt tatsächlich angegangen werden. Wie kann man mit der schwierigen Situation, die alle als schwierig empfinden und wo keiner sagt, ja, das war jetzt die tolle, großartige Lösung, was kann man trotzdem machen? Ich würde gerne, da drüben hat sich noch jemand gemeldet, das dazu nehmen. Ah, da noch jemand, Entschuldigung. Gut, jetzt haben wir 3, wunderbar.
Mein Name ist Peter Braun, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und wir hatten da schon vor Jahren also Probleme mit den Wohnungen. Und jetzt denke ich, dass die Politik gefordert ist, dass sie dann auch in den Ballungsräumen, wo hier nun die Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, in Frankfurt gibt es viel mehr Arbeitsplätze als Einwohner, dass man da ein Wohnungsbauprogramm dann in Gang setzt. Weil es ist so, die 50% der deutschen Bevölkerung, die leben auch gerade so und kommen gerade so über die Runden. Und ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die fürchten natürlich dann um die Wohnungen. Und wenn man jetzt die Asylanten sieht, die sind dann in irgendwelchen Kasernen, zum Beispiel in der Gegend von Idar-Oberstein und so weiter, wo es keine Arbeitsplätze gibt. Und diese Leute, die müssen ja dann in die Ballungsgebiete, weil sie hier dort Arbeitsplätze finden. Das erfordert aber auch von der Politik Maßnahmen, dass man eben Wohnungsbauprojekte in Ballungsräumen, wo viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, zum Beispiel München, zum Beispiel Frankfurt oder in dem Speckgürtel von Berlin und in Hamburg, dass man da jetzt Wohnungsbauprojekte in Gang setzt, damit es dann nicht dazu kommt, dass die einheimische Bevölkerung teilweise wohnungslos wird, weil für die Asylanten gibt es ja dann Geld vom Amt und die einheimische Bevölkerung, die wird wohnungslos, weil gerade die bezahlbaren Wohnungen dann einfach im Preis steigen. Vielen Dank. Das ist ja unser Problem. Und was ist da bis jetzt schon gemacht worden? Und vor allen Dingen wollte ich auch noch sagen, man kann ja auch die Integration der Flüchtlinge beschleunigen, dass zum Beispiel Leute, die Arbeit finden, dass die dann auch noch einen Monat schon sich dann um Arbeitsplätze bemühen können. Mhm. Das ist erstmal sehr wichtig. Vielen Dank. Ich möchte gerne noch zwei andere mit dazu nehmen. Ja, aber das sind schon Punkte, die uns dann wirklich interessieren, wie das wir dann auf die Problemstellungen reagieren. Ganz konkrete Vorstellung, genau, ja, danke. Ja. Ich hatte noch Sie, ja, genau. Nehmen wir die beiden noch und dann können wir hier nochmal aufs Podium gehen. Ja. Ina Kreische und ich finde, wir haben zurzeit also viel zu akute Probleme, als dass wir es also länger aufschieben können, also tatsächlich mal Ursachenforschung zu betreiben und dann auch tatsächlich also danach zu handeln, statt uns nur wieder in Institutionen oder Sonstiges zu flüchten. Und das von Seiten der Politik. Danke. Bitte. Ja, Winnie Nachtwey, ebenfalls lange bei den Grünen und im Verteidigungsausschuss. Und Anmerkung kurz vorher, was die Länge der Beratungen im Bundestag angeht. Nun, zu Afghanistan etliche Wochen. Etliche Wochen heiß, äußerst heiß drüber gebrütet. Also, und nicht nur 3 Tage. So, und dann eben Frage, weil ja vorher wurde angesprochen, der Klimagipfel der Vereinten Nationen jetzt am Samstag. Wirklich mit der im positiven Sinne ungeheuerlich, also unerwartet positive Nachricht und wo es ja die Vereinten Nationen ungewöhnlicherweise auf den Spitzenplatz der Nachrichten gekriegt haben. Sonst ist das ja nicht die Regel und die große Ausnahme. Und wenn ich nur denke es hat also im September den sogenannten Leaders Summit gegeben, der Vereinten Nationen, wo 40.000 also eben von den verschiedenen Mitgliedsländern bereitgestellt wurden oder angekündigt wurden also für die Vereinten Nationen, für sogenannte Friedensmissionen. Oder wenn ich denke so an 70 Jahre Vereinte Nationen hier in Berlin begangen mit einem großen Festakt, mit einer wirklich guten Rede von Altbundespräsident Köhler. 0 Wort dazu in den Tagesmedien, 0 Wort. Er hat da übrigens so ziemlich im Gegenteil, das ist auch ausgesagt, was ihm zugeschrieben wurde als Zitat vor seinem Rücktritt, Klammer zu. So, und meine Frage jetzt, ja auf dem Podium, was meint ihr, woran liegt das, dass man insgesamt eine solche erhebliche, zumindest in der Öffentlichkeit, UN-Ignoranz so feststellen kann und angesichts dieses riesigen Schaltpultes, Politik, wären nicht die Vereinten Nationen zumindest eine Hilfe, sozusagen nicht zu den einfachen Lösungen zu kommen, aber zumindest etwas leichter zu Lösungen zu kommen? Jetzt haben wir eine ganze Bandbreite von Fragen und ich habe Sie schon. Ja, ich würde jetzt trotzdem gerne erstmal die abarbeiten und dann können wir Sie gleich gerne noch dazu nehmen. Möchten Sie? Ja, Sie haben so fleißig Notizen gemacht. Da waren ja auch ganz viele Anfragen, die sich an Politik wendeten, konkrete Lösungen zu finden vom Wohnungsbau. Also ich fange mal mit dem Einfachsten an, dem Wohnungsbau. Sorry, wenn ich so sage, aber es ist mir in der ganzen
Na doch, weil das ist eine Frage des Geldes. Und alles, was eine Frage des Geldes, das ist, ob man Wohnungen bauen kann und man dafür das Geld hat. Man braucht natürlich den politischen Willen, um sie zu bauen. Aber dann kommt es nur darauf an, dass man das Geld hat, um die Wohnungen in den Städten zu bauen. Der soziale Wohnungsbau ist ein Problem, was in den letzten 10 Jahren versäumt wurde, anzugehen von der Bundesregierung. Das war jetzt schon akut, so oder so, haben wir auch als Grüne eingefordert, so oder so. Ist natürlich noch wichtiger jetzt, wo mehr Menschen zu uns kommen und Wohnungen brauchen. Zum Glück gibt es ja einen jetzt größeren Fonds, also Unterstützung von Bundesseite für wieder den sozialen Wohnungsbau, der auch nicht spezifiziert wurde, für wen die gebaut werden, sondern man bewusst gesagt hat, an sich sozialer Wohnungsbau, die Gelder reichen natürlich immer noch nicht aus. Aber es wurde wenigstens mal wieder ein Anfang gemacht. Jetzt kann man sagen, schade, dass das jetzt erst kommt, wo die Flüchtlinge kommen. Da würde ich Ihnen recht geben, das sind Versäumnisse der letzten 10, 15 Jahre. Trotzdem besser jetzt als nicht. Und es reicht noch nicht aus. Es geht übrigens genauso andere Bereiche, wo das Gleiche gilt. Kita, Schule, ja, alles Arbeitsagentur, die Gelder, die dort zur Verfügung stehen, das sind mindestens genauso wichtige Bereiche wie der Wohnungsbau. Wenn es darum geht, dass es keinen Konflikt gibt zwischen diejenigen, die schon bei uns leben und die zu uns kommen. Die Frage zu dem, was ist denn zielführend? Man muss ehrlicherweise sagen, dass der Syrien-Einsatz nicht das Ziel hat, also hat auch keiner behauptet, dass es Frieden in Syrien bringt. Ne? Das war und ist nicht das Ziel dieses Einsatzes. Wurde auch nie, in dem Mandat steht es nicht drin als Ziel. Von daher, wenn wir natürlich immer argumentiert haben, das bringt aber keinen Frieden, haben die gesagt, das ist auch gar nicht das Ziel dieser Mission, sondern das Ziel ist, ISIS zu schwächen. Das bedeutet noch längst nicht, den Frieden zu haben. Da muss man fairerweise sagen, dass die Regierung nie diesen Anspruch oder so getan hatte, als würde sie damit Frieden schaffen wollen, sondern das durchaus klar gesagt hat, hier geht es um die Bekämpfung von ISIS und deren Räume in Syrien, Irak. Aber trotzdem wissen wir alle, dass man ISIS nur bekämpfen kann, wenn es zu einem Frieden in Syrien kommt. Weil wenn es dazu nicht kommt und wir weiter dieses Machtvakuum haben und diesen Kampf zwischen, sag ich mal, Assad, der eben nicht gegen ISIS wirklich kämpft, und den Rebellen, die noch teilweise gegen ihn kämpfen, aber auch eben gegen ISIS, wird das nicht klappen. Genauso, warum es überhaupt in Irak sich hat ausbreiten können, kommt ja ursprünglich aus dem Irak, ISIS. Das sind dann alles die politischen Antworten. Und in dem Sinne ist es natürlich nur zielführend, ISIS zu bekämpfen, auch wenn man den Frieden in Syrien hinbekommt. Und was ich glaube, was da zielführend sein kann, ich würde mich da anschließen im Sinne von, weiß ich alles besser? Wahrscheinlich nicht, ja, ziemlich sicher nicht. Aber wo ich schon von überzeugt bin, im Sinne von, die Syrer müssen selber mit am Verhandlungstisch sitzen. Wir haben lange dafür gekämpft, dass die Iran mit an den Tisch kommt. Das wurde jetzt groß gefeiert. Im Rausche dieses, wir haben jetzt alle externen Mächte am Tisch, hat man etwas übersehen, dass man die internen Akteure vielleicht auch noch braucht. Ja. Und das ist, finde ich, schon ein Versäumnis, dass man jetzt natürlich über Riad, haben Sie ja mitbekommen, die Prozesse versucht nachzuholen. Aber die syrischen Rebellen, so bunt wie sie sind, immer gesagt haben, eigentlich kommen wir nur an den Tisch, wenn zum Beispiel die Fassbomben aufhören und es überall humanitäre Zugänge gibt. Und zu beiden gibt es UN-Resolutionen, apropos UN, ja, wo auch Russland, wo alle ja zugestimmt haben, die trotzdem nicht umgesetzt werden. Und da hätte ich mir zum Beispiel von der Bundesregierung gewünscht, dass sie sagt, wir machen mit, aber nur wenn auch diese UN-Resolutionen umgesetzt werden. Also im Sinne von, wir wollen ja nichts aus der Welt gegriffen ist, sondern nur die Resolution, auf die man sich ja im Sicherheitsrat schon geeinigt hat, zur Ächtung der Fassbomben, zu humanitären Zugängen überall, dass man die umsetzt. Das, glaube ich, im Sinne von, wer kommt dann intern an den Tisch und wie gestaltet man so einen Prozess, wäre enorm wichtig. Und das andere ist eben, wie man die Oppositionellen darin auch stärkt, da hat Berghof ja auch Erfahrung mit, vielleicht dann doch einen geeinigteren Prozess zu haben, etc. Da kommt man jetzt Schritte voran, aber das ist ja noch länger nicht, also es gibt zum Beispiel das Europäische Friedensinstitut, hat jetzt, finde ich, ein ganz interessantes Projekt seit ein paar Wochen, wo die eben medial Stimmen mit an den Tisch bringen, ja, wo sie sagen, wir brauchen nicht nur die, die im Exil sind und dann zu den Verhandlungen kommen, sondern auch Frauengruppen, andere Gruppen vor Ort, die vielleicht noch nicht geflohen sind, sondern noch in Gebieten sind, wie können wir die auch an den Tisch bringen, ihnen eine Stimme bringen. Da sind die Medien, neuen Medien auch durchaus hilfreich, auch in geschützten Räumen. Also da, glaube ich, gibt es noch einiges an Wegen und
zu den Vereinten Nationen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie im generell, dass man momentan eher diesen nationalen Diskurs führt. Und da sind dann die VN noch am weitesten weg. Ja? Und man eben nicht den Eindruck hatte, also man hat dann den einen UN-Verhandler, dann den nächsten, die ging im Rang immer weiter nach unten, Kofi Annan, Brahimi, dann Damistura. Und man so das Gefühl hat, ist ja zum Glück machen die das, aber eigentlich hat da auch keiner drauf geglaubt oder daran geglaubt, dass die wirklich was machen oder schaffen können und sie dabei nicht unterstützt. Und ich glaube, dass schon viele auch momentan merken, sie brauchen jetzt den UN-Prozess, um Wien überhaupt zum Erfolg bringen zu können. Und mein Gefühl ist zumindest, dass da schon etwas sich die Stimmung ändert, nicht nur wegen jetzt Paris, sondern weil viele merken, wir können es uns gar nicht leisten, dass dort weiter alle gegeneinander sind. Ja? Diese multipolare Hölle, wie du es beschrieben hast, es merken mittlerweile schon ein paar, dass das irgendwie auch nichts ist, kein Vergnügen ist. Ja, aber diesen 70. Geburtstag, ich hatte es vorhin, als Sie gesagt haben, was alles noch passiert ist, in dem Jahr hatte ich ja gesagt, 70 Jahre VN. Also das war meine erste Reaktion. Was wurde dieses Jahr eigentlich nicht gewürdigt? Das hat die Medien überhaupt nicht interessiert. Da waren auch Stichwörter für Sie dabei. Genau, ich hatte das nämlich auch mir aufgeschrieben, dachte mir, wieso eigentlich das? Und ist das nicht symptomatisch, dass die Vereinten Nationen ausgerechnet im 70. Jahr so stiefmütterlich behandelt werden? Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Durch den Klimagipfel im Übrigen ist ja noch mehr in diesem Jahr passiert. Es ist auch Bilanz gezogen worden über die Erfüllung der Weltentwicklungsziele. Und es sind neue Ziele für bis zum Jahr 2030 formuliert werden. Sicherlich ist die Bilanz gemischt, aber es gibt auch durchaus bemerkenswerte Fortschritte, an denen das System der Vereinten Nationen auch seinen Anteil hat. In Bezug auf die Friedenssicherung oder die Funktion der Weltorganisation, internationalen Sicherheit und Weltfrieden zu gewährleisten, vermisse ich ehrlich gesagt einen stärkeren, auch politischen Willen der Mitgliedstaaten, der großen Mitgliedstaaten, der besonders einflussreichen, das System der Vereinten Nationen auch stärker in die Pflicht zu nehmen. Ich meine, im Augenblick finden Operationen statt auf der Grundlage des Selbstverteidigungsrechts. Die sind denn wirklich alle Anstrengungen unternommen worden schon oder müssten nicht stärkere Anstrengungen unternommen werden, wenn der IS tatsächlich als Bedrohung eigentlich für alle Staaten, die dem System der Vereinten Nationen verhaftet sind, darstellt? Da denke ich, könnte die Allianz durchaus breiter sein. Und der letzte Punkt, den ich machen wollte, der bezieht sich auf die jetzt schon mehrfach in der Diskussion auch angesprochene Geschichte mit dem, wir müssen jetzt sozusagen auf das reagieren, was akut ist. Im Prinzip muss man aber ja auch anerkennen, dass das, was heute akut ist, eine Vorgeschichte hat. Und man wird sicherlich nicht in Anbetracht der Vorgeschichte in den letzten 15, 20, eigentlich 25 Jahren den Schalter auf Null umlegen können, sondern wir müssen mit dem umgehen, was sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Und dabei bleibt aber doch festzuhalten, dass viele der Konflikte, mit denen wir es zu tun haben, systemischer Natur sind und dass die Befassung mit den Ursachen natürlich weniger öffentlich wirksam ist. Aber diese tatsächlich tiefer liegenden Ursachen, wenn die nicht systematisch angegangen werden, dann werden wir es mit der nächsten Krise in einem Jahr oder einem halben Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren wieder zu tun haben. Das heißt, man muss sich schon auch der Mühe unterziehen, danach zu fragen, was sind dann eigentlich die Beweggründe, warum sich Menschen dazu entschließen, zu den Waffen zu greifen oder das zumindest gut zu finden. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir, Sie haben es vorhin gesagt, Innen- und Außenpolitik geht zusammen, aber es gehen eigentlich alle Politikbereiche auch inzwischen ineinander über. Und auch damit muss man sich dann, so schwierig das ist, ernsthaft auseinandersetzen. Das klingt für mich, auch wenn Sie das nicht gesagt haben, eigentlich wie ein Plädoyer dafür, an ein anderes Ergebnis dieses Jahres zu erinnern, nämlich die Agenda 2030, also die UN-Entwicklungsziele, die verabschiedet wurden, die unter anderem auch die nachhaltigen Entwicklungsziele, die auch Frieden explizit als Ziel enthalten. Denn da geht es ja um den Umgang mit Ursachen für ganz viele Konflikte.
und um langfristige Prozesse. Da gibt es ja einige, die sagen, naja, das ist gut gemeint, aber wird wieder nicht umgesetzt. Aber ist das nicht gerade das Langfristige, was gefragt ist? Sie wollten ja Wasser in den Wein gießen. Nein, die sind ja wichtig, die Ziele. Und die sind, die betonen auch nochmal, was wichtig ist, wenn man tatsächlich Konfliktlösung betreiben will und auch Konfliktprävention betreiben will. Das ist alles vollkommen richtig. Und ich meine auch da wieder, man muss doch die übersteigerte Erwartung nicht haben, dass die festgestellt werden. Und dann, weil die UN das gerne so möchte, sagen 190 Staaten, prima, dann machen wir das auch so. Oder es machen auch nur die reicheren Staaten. Dass Entwicklungsziele nicht ganz erreicht werden, ist nicht etwas, was uns zufriedenstellen soll. Aber es ist jetzt auch nicht immer so ganz überraschend und sollte uns aber auch nicht davon abhalten, weiter Hoffnung da reinzusetzen. Aber wenn es an die Vereinten Nationen gibt, müssen wir doch auch mal die Begrenzungen mitziehen. Die Vereinten Nationen können eine ganze Menge erleichtern. Das haben sie bei den Klimaverhandlungen jetzt wieder gezeigt. Da geht es. Da sind sie das, was Außenminister Steinmeier mal über die deutsche Außenpolitik jetzt geschrieben hat, ein Chief Facilitating Officer, also diejenigen, die tatsächlich auch die Ressourcen haben, Dinge auf den Weg zu bringen, sie zu erleichtern, zusammenzubringen. So. Bei brennenden Konfliktsituationen dürfen wir immer mal nicht vergessen, die UN sind dann darauf angewiesen, dass es erst einmal im Sicherheitsrat Übereinstimmung gibt. Wo hätten wir das in der vergangenen Zeit gerade zu Syrien gegeben? Eines der großen Probleme, die wir mit Syrien haben, ist es doch, dass es eben diese Übereinstimmung nicht gegeben hat. Und dass es möglich ist, auch bestimmte Dinge irgendwie erstmal gar nicht richtig rüberkommen zu lassen. So. Und da sind bestimmte Begrenzungen, die wir mitdenken müssen. Und dass zweitens auch Vereinte Nationen dann schon darauf angewiesen sind, dass es die Bereitschaft gibt, da wo es notwendig ist, auch militärische Mittel einzusetzen. Und das müssen die einzelnen Länder dann machen oder Koalitionen der Willigen. Es muss Beauftragungen geben, etc. etc. Das macht die Sache ja nicht so einfach. So, und da gibt es auch bestimmte Begrenzungen. Deswegen bin ich da auch manchmal so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, die UN müssten da eigentlich eine stärkere Rolle haben. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich finde, das kann man auch nur fördern. Und man sollte auch in Richtung, es wird ja immer wieder auch zu Recht diskutiert, dass auch andere sich entwickelnde oder eigentlich schon längst entwickelte Länder einen Sitz im Sicherheitsrat haben müssen. Ich finde diese Diskussion auch richtig und wichtig. So, zum Zweiten nochmal, weil Sie nämlich so ganz konkrete Fragen gestellt haben zu Syrien, die enorm wichtig sind und die wir tatsächlich hier noch nicht behandelt haben. Ich finde, mit Wien ist ein Anfang gemacht und das ist ein UN-Anstoß, der durchaus wichtig ist. Ja, der hat einen Schub gekriegt von Russland und den USA und es gibt einige, die sagen, das hätten die Europäer auch schon mal vorher mitmachen können. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass da viel mehr von Europa kommt. Aber der Prozess ist angestoßen und ich halte ihn für wichtig. Es hat bislang nur 2,5 Treffen gegeben, wenn man so will. Und das wird ein mühseliger Prozess und es wird enorm wichtig sein, die syrischen Kräfte dort mit an den Tisch zu bekommen. Und es wird enorm schwierig sein, weil sie so zersplittert sind, weil wir nicht wissen, wer da wirklich für wen spricht, etc. etc. Alles sehr mühselige Prozesse, aber ich glaube, dieser diplomatische Prozess, der das mit begleitet, muss sein. Denn das, was wirklich wichtig ist, ist zu sagen, was soll denn unsere langfristige Strategie sein mit einigen dort vor Ort, die als Partner anzuerkennen, wir enorme Schwierigkeiten haben. Nicht, weil die Russen gerade in der Ukraine so böse sind, das sind sie auch, sondern weil wir wahrscheinlich nicht so ganz überlappende Vorstellungen davon haben, wie denn eine Friedensordnung aussehen könnte. Da werden wir uns unter Umständen auf einen Minimalkonsens einigen müssen, der erstmal darum geht, Zivilisten zu schützen. Ich finde die Idee, die aufgebracht worden ist, nachdem wir es jahrelang versäumt haben, eine Überflugszone zu haben, eigentlich ganz bedenkenswert zu sagen, eine No-Bombing-Zone wäre nämlich auch ganz, das ist dann unter Umständen eher machbar aus verschiedenen militärischen Gründen, die dann aber auch das Signal setzt, dass jetzt von uns auch an die syrische Zivilbevölkerung kommen sollte, nämlich zu sagen, der syrische Bürgerkrieg macht uns allen die und die Probleme, aber das erste und unmittelbarste Problem ist die Bedrohung von Leib und Leben der syrischen Zivilisten, nach wie vor. Das ist unser größtes Problem. Daran müssen wir arbeiten. Da müssen wir uns was einfallen lassen, wo ich sage, eine No-Bomb-Zone wäre eigentlich etwas, worüber man wirklich ernsthaft nachdenken muss. Ich möchte gerne hier die Frage noch dazu nehmen und dann in eine Schlussrunde einsteigen. Und wenn Sie das schaffen, gleich in ganz kurzen Sätzen Ihre Punkte zu formulieren, dann noch die beiden. Ansonsten weise ich prophylaktisch schon mal darauf hin, dass es eine Möglichkeit gibt, die Diskussion auch nach 9 Uhr fortzusetzen, unten bei, wenn ich das richtig sehe, einem Glas Wasser, Wein und einer Brezel. Und gebe Ihnen das Wort.
Hallo, Lisa Groß. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit friedenspolitischem Schwerpunkt und ich frage mich, ich beobachte die Debatte seit einigen Jahren und die internationalen Entwicklungen. Ich frage mich ein bisschen, ob man nicht auch mal über politische Visionen diskutieren sollte, noch mal viel grundlegender, als wir das bisher tun. Und Herr Giesmann hat auch schon gesagt, dass es zum Beispiel wichtig ist, sich mal anzuschauen, was sind eigentlich die politischen Visionen, die der Islamische Staat vertritt. Und auch die Frage, weshalb hat der Islamische Staat so ein Mobilisierungspotenzial? Und ich denke, das ist eine ganz grundlegende Frage, wenn man wissen möchte, wie man vielleicht auch dagegen angeht oder wie man erfolgreich sich mit diesem Konstrukt auseinandersetzen muss. Und die andere Seite der politischen Vision ist unsere Seite oder wie auch immer unsere Seite. Ich habe jetzt hier gehört, man fühlt sich so ein bisschen in der Defensive, also einmal gegen die Menschen, die den IS unterstützen, auch in der eigenen Gesellschaft, und aber auch gegen Front National oder AfD. Und ich glaube, da ist es irgendwie auch wichtig, dass sich die Leute, die die Ideale von Front National oder AfD oder IS nicht unterstützen, auch in sich gehen und sich fragen, warum ist es eigentlich wünschenswert, in einer Gesellschaft zu leben, in der sowas wie Demokratie, Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit, was im Gut sind, für das auch man vielleicht kämpfen könnte. Und ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen die Gesellschaft so ein bisschen gesättigt ist und alle so das intellektuell irgendwie wichtig finden, aber es so ein bisschen träge die Debatte wird und auch in den Medien das sehr, sehr, sag ich mal, eigentlich gar nicht mehr so richtig grundlegend diskutiert wird. Und ich würde da, glaube ich, mal fragen, was die Akteure für Vorstellungen haben, was sind eigentlich so Netzwerke oder was sind eigentlich so Partner, mit denen man diese grundlegende Diskussion nochmal vorantreiben könnte, wo man irgendwie auch einfach für solche Ideale werben könnte. Vielen Dank. Bitte. Ganz kurze Frage. Mich verwundert es, also warum, wenn die Finanzwirtschaft ein Problem hat, sprich Finanzkrise, gibt es überhaupt keine Diskussion und ohne mit der Wimper zu zucken, werden ohne große öffentliche Diskussion Milliarden locker gemacht. Aber wenn es darum geht, Menschenleben zu retten oder also menschliche Probleme zu anzupacken oder zu bewältigen, ist man eigentlich verloren. Dankeschön. Jahrelang keine Lösung. Ich glaube, wir können uns das noch leisten, die zwei Meldungen dazuzunehmen. Und dann würde ich wirklich Schluss machen, damit wir hier auch, wie sonst auch, pünktlich um 9 schließen können. Okay. Cornelia Brinkmann, Geschäftsführerin von Steps for Peace. Und ich würde gern auch noch mal zu der Debatte was sagen. Also ich habe das Gefühl, eigentlich finde ich die Zeit im Moment ziemlich spannend, weil aus meiner Arbeit in Afghanistan kenne ich das, dass der Alltag für die Bevölkerung ziemlich kompliziert ist. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass unser Leben hier so kalkulierbar ist. Und ich glaube, wir werden jetzt im Moment ein Stück weit mit einer Realität konfrontiert, die eigentlich Alltag ist für einen sehr großen Teil der Bevölkerung auf der Welt. Dass uns das beunruhigt, ist natürlich verständlich und nachvollziehbar, aber ich habe das Gefühl, das macht uns auch wieder lebendig. Ich mache es daran fest, dass es im öffentlichen Raum Debatten gibt, im Zug, in der Warteschlange, am Stammtisch. Ich werde angesprochen, was machst du zur Flüchtlingsarbeit, wie kann man damit umgehen? Also ich bin erstaunt, wie viele Menschen sich damit beschäftigen, ernsthaft beschäftigen und auch, also ich würde sagen, super gute Ideen entwickeln und aus ihrem Arbeitszusammenhang heraus Lösungsmodelle sich überlegen. Und ich denke, das ist genau das, was ich spannend finde. Ich glaube, das ist die Komplexität erfordert die Kreativität von allen. Es ist nicht mehr nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch der Gesellschaft. Und von jedem Einzelnen, sodass ich wirklich sagen würde, das finde ich echt spannend, das macht mir Freude. Und da sehe ich auch, habe ich so einen gewissen Optimismus, dass wir möglicherweise zu ganz spannenden Ergebnissen kommen. Und ich würde mal sagen, wir haben gemeinsame Herausforderungen. Ich würde sagen, das ist die Frage der Toleranz, der Fähigkeit, mit Vielfalt umgehen zu können. Und das ist eine Herausforderung, die gilt für uns, die gilt aber auch für die Menschen, die zu uns kommen. Und ich glaube, wir müssen die
Menschen, die zu uns kommen, auch herausfordern. Vielen also Dank. Sie nicht nur als Opfer sehen, sondern auch herausfordern, dass sie einen Beitrag zur Lösung hier leisten. Ein allerletzter Punkt, bitteschön. Mein Name ist Moreno Boni, ich bin italienischer Bürger, so verzeihen Sie mein Deutsch. Auf jeden Fall, sicherlich ist die Jagd, die globale Jagd nach Rohstoffen, nach Ressourcen, einer der Hauptgründe, wenn nicht der Hauptgrund überhaupt, von Konflikten. Und ist ich meine, das war immer so, das ist nichts Neues. Jetzt, ich glaube, es ist extrem wichtig, Wege zu studieren, um den Widerstand gegen eine alternative ökologische Ressourcenpolitik zu finden, weil sicherlich die Industrie will keine richtige Abwechslung im Gewinn von alternativen Ressourcen wie Sauerstoff gewinnen und so weiter und so fort und natürlich Öl. Und so, ich glaube, das sollte wirklich erforscht werden, wie man wirklich eine alternative Politik durchsetzen kann, sodass die Auslöser für Konflikte, für traditionelle Ressourcen wie Öl und anderen vermindert werden. Vielen Dank. Ich möchte jetzt unserem Podium nochmal die Gelegenheit geben, auf die Fragen und Kommentare zu antworten. Mit der Bitte, in jedem Rückblick ist ja auch ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter und was sind Chancen, die sich im neuen Jahr bieten, um proaktiver und mit weniger Angst und friedlicher auf Konflikte zu reagieren, was Sie uns da mitgeben wollen. Aber wir dürfen trotzdem auch die Fragen antworten. Logisch. Nochmal zu Syrien, ganz kurz, Frau Tempel, Sie haben gesagt, dass es da keinen Sicherheitsrat, Arbeit oder keine Übereinkunft gab. Das stimmt ja nicht so, sondern wir hatten ja wirklich Resolutionen, die zum humanitären Zugang war sogar sehr eindeutig, ja, und wurde nochmal wiederholt. Und es hat aber kaum jemand mitbekommen und kaum jemand es eingefordert. Das fand ich war schon eher eklatant, dass es sogar Einigungen gab. Es war nicht wie in der Ukraine-Krise, wo man sich wirklich überhaupt nicht geeinigt hat. Und es waren eben die kleinen Schritte. Also man hat sich nicht geeinigt auf den Transformationsprozess, aber eigentlich auf die Zugänge, zum Beispiel humanitär, im Sinne der Zivilisten ja mit das Wichtigste. Aber wenn man bei den Kleinen schon mal angefangen hätte, so, aber deswegen, da bin ich so gemixt, nicht im Sinne, da war, und deswegen, Teile dieser No-Bombing-Zones könnte es ja schon geben, wenn man die umsetzen würde, ja, und natürlich ist es für eine No-Fly-Zone eh längst zu spät und wir haben eine, wie auch immer geartete, eher russische No-Fly-Zone, ja, wo klar ist, wer da fliegen darf und wer nicht. Ich wollte noch mal was sagen, was Sie gesagt haben zu ISIS oder Daesh und woher kommt die Motivation. Wir hatten dazu im Unterausschuss eine sehr interessante Anhörung mit denjenigen, die vom Verfassungsschutz, BND, alles kommen, im Ministerium, aber auch mit den Organisationen, die mit den Aussteigern und in der Prävention arbeiten. Und es sind ja sehr unterschiedliche Hintergründe derjenigen, die gehen. Nicht mal die Hälfte hat übrigens einen muslimischen Hintergrund, die Mehrheit nicht. Unterschiedlichste soziale Schichten, Bildungsschichten, sehr durchmischt. Das Einzige, was alle gemeinsam hatten, waren Erfahrungen von Gewalt im Elternhaus, ja, Domestic Violence. Und das war etwas, wo ich gedacht habe, da müssten wir eigentlich all unsere Politik umändern. Dann ist mein anderes Politikfeld, ja, Frauenrechte eigentlich und Kinderrechte, das, wo wir ansetzen müssen. Ja, Gewalterfahrung von zu Hause, gestörte Bilder von Männlichkeit. Das war bei allen, egal wo sie herkamen, zumindest ein Faktor, der vorhanden sein musste. Die anderen kamen dann noch hinzu. Das hat mich sehr zum Denken gebracht und überlegt, ob das alles, worüber wir hier reden, überhaupt Sinn macht im Sinne von Gewaltprävention.
Und ob nicht andere Antworten, die wir schon in anderen Bereichen haben, viel stärker ausgebaut werden müssten. Und wenn wir jetzt die Gewalt in Flüchtlingsunterkünften sehen, ist das auch wieder ein Thema, wo ich sage, da reden wir nicht drüber. Das gilt als, wenn ich sage, wir brauchen Schutz für Frauen und Kinder in Flüchtlingsunterkünften, dann spricht man von du mit deinem Luxusthema, Franziska. Wo ich sage, nee, nicht Luxusthema. Hier, erster Schritt zur Integration, erster Schritt zur Vermeidung. Aber das ist im Bewusstsein ist das immer noch ein anderes Themengebiet. Und dann ihr zweiter Punkt, wir machen es uns zu einfach. Wenn man sieht, dass AfD, Front National, UKIP, wie sie alle heißen, haben ja eins gemeinsam, dass sie es mittlerweile schaffen, unterschiedliche Agenten zusammenzubringen, diese Anti-Migration, Anti-Flucht, aber eben auch Anti-EU, gegen Abtreibung, gegen Schwule und Rechte, gegen Windräder. Ja? Das bringen die ja alles schön zusammen. Und ich frage mich halt häufig, ob diejenigen, die dagegen sind, mindestens zwei Faktoren auch gemeinsam verinnerlichen, nämlich pro EU und pro Flüchtlinge, pro Migration. Und da muss man schon auf sich selber gucken, bin ich gerade jemand, der aktiv für die EU sich auch einsetzt? Ja? Weil ich glaube, wir können diese Phalanx nicht bekämpfen, wenn wir uns aufteilen. Du bist die pro Frauenrechte, du machst die pro Schwulen, ich mach die pro EU, aber eigentlich bist du der, sag ich mal, für die Windräder bist eigentlich nicht so überzeugt von der EU, ja, so mal um es aufzubrechen. Ich glaube, da müssen wir uns selbstkritisch hinterfragen, ob wir dann mittlerweile nicht viel zu sehr aufgeteilt sind in einzelne Bereiche, wir auch viel zu einfach die EU als nicht mehr fähig, als unfähig auch darstellen und damit auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Oberhand gewinnen können. Und da, glaube ich, müssen wir noch viel selbstkritischer an uns rangehen und schauen, was sind Strategien dagegen. Bankengeld, Menschengeld ist immer, also kriegt uns, glaube ich, alle auf, dass das Geld dafür nicht so einfach locker gemacht wird. Und wir zum Beispiel momentan nicht diskutieren, wie viel da dürfen wir Schulden machen, um jetzt den Wohnungsbau zu finanzieren, sondern die schwarze Null bleibt. Die schwarze Null war kein Thema bei der Bankenkrise. Und ein Satz zu den Rohstoffen, vielleicht mache ich mich damit unbeliebt, aber bei Syrien wäre ich ja froh, es ging nur um die Rohstoffe. Also Einflussgebiete, genau. Und das ist wesentlich breiter Einflussgebiete als die Frage der Rohstoffe. Ich würde doch gerne noch mal ein Wort zur UNO sagen. Klar ist die UNO schwerfällig, klar ist sie oft auch nicht in der Lage, auch der Sicherheitsrat nicht in der Lage, zügige Entscheidungen zu treffen. Aber sie hat natürlich, dass sie 70 Jahre existiert, ist auch ein Ergebnis sozusagen dieser zivilisatorischen Leistung der Charta, die unbeschadet keiner abschaffen kann oder will, ohne sich selbst nicht zu desavouieren. Und die UNO ist überall da stark, wo sie in der Tat organisiert, aber sie kann natürlich auch nur das tun, was ihre Mitgliedstaaten ihr zugestehen. Ich meine, es ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her, um einen französischen Mathematiker zu zitieren, Blaise Pascal, der eben gesagt hat, Recht ohne Macht ist rechtlos, aber er hat eben auch gesagt, Macht ohne Recht ist machtlos. Das heißt also, nur wie die starken Staaten bereit sind, auch die UNO ins Werk zu setzen, wird sie in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und wir sollten mal nicht vergessen, dass in diesem Jahr ausgerechnet in dem Augenblick, als die Flüchtlingsströme sozusagen begannen, die Mittel für UNHCR drastisch gekürzt wurden. Das heißt also, das passt dann irgendwo auch nicht zusammen. Dann wird die UNO kritisiert für etwas, was aber eigentlich in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Und ich würde gerne noch zum Schluss einen Satz sagen zu der Studentin, die ich versuche zu entdecken, aber ich sehe sie nicht mehr. Genau. Ich finde, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Also die Diskussion, die im Augenblick eben sehr stark sich sozusagen daran reibt, welche Positionen der IS vertritt oder wo sozusagen diese Motivationen auch herkommen, dieses Staatsbildungsprojekt zu unterstützen, wäre viel leichter zu führen, wenn wir über unsere eigenen Werte reflektieren stärker und unsere eigenen Werte auch selbstbewusst vertreten. Und ich meine das jetzt gar nicht im Sinne der sozusagen überzustülpen, sondern durchaus mit Selbstkritik, aber eben auch aus der Erkenntnis heraus, dass das, was wir hier an demokratischen Werten, an Rechtsstaatlichkeit, an Teilhabe über Jahrzehnte entwickelt haben, auch eine Stärke unserer Gesellschaften ist oder Resilienz hervorbringt. Und ich denke, so ein intensiverer Wertediskurs, der vielleicht dann auch dazu beiträgt, Politikverdrossenheit, Wahlmüdigkeit etc. zu überwinden, täte unserer Gesellschaft wirklich gut. Nur zum Abschluss,
mit aller Kritik an der UN hätte ich ja nie gesagt, dass wir das nicht brauchen sollten. Das Interessante momentan ist ja, dass wir so eine unglaublich scharfe Kritik haben an vielen Institutionen und an vielen Einrichtungen, die in der Post-Zweite Weltkrieg entstanden sind. Dazu gehören die Vereinten Nationen, dazu gehört selbstverständlich die EU, aber dazu gehört auch eine Kritik an etwas, was wir schon länger haben, also nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, die repräsentative Demokratie. Und das Interessante an diesen Geschichten ist, wenn wir die heute alle abschaffen würden, weil wir überhaupt nicht mehr glücklich damit sind, müssten wir sie am nächsten Tag fast genauso, wie sie sind, neu konzipieren und wieder auflegen. Das ist eigentlich der Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen, dass die Selbstversicherung, die wir brauchen, um Gesellschaften zu stärken, Resilienz zu stärken, genau daran liegt, dass wir so viel nicht falsch gemacht haben mit den Dingen, die wir aufgelegt haben. Dass wir hoffentlich wieder zu diesem Schluss kommen, um dann aber auch etwas zu tun, was Franziska Brandner eben auch nochmal angesprochen hat, nämlich außenpolitische Probleme auch nochmal anders zu denken und zu sagen, nein, es geht eben nicht um die Ölfrage. Es geht nicht nur um die Religionsfrage. Es geht nicht nur um die geostrategische Frage, sondern das reicht so weit in die Gesellschaften hinein, dass wir wissen, Daesh hat mit Gewalterfahrungen zu tun, die sie übrigens als Rückkehrer wieder mit in die Gesellschaften tragen, in einer Sektenhaftigkeit, in einer totalitären, mit der wir noch eine ganze Weile zu tun haben. Werden. Und das, was ich interessant finde, und das ist eigentlich fast, das hat jetzt was fast Appellatives an den Gesprächen, an den Diskursen, an Debatten in unseren Gesellschaften, wie wir sie gerade sehen, ist, dass ich immer wieder sage, ich mag eigentlich dieses Wir schaffen das der Kanzlerin, weil es eine Rückversicherung ist, ohne dass wir doch so tun würden, als würde uns das alles keine Probleme bereiten. Aber da steckt eine gewisse Zuversicht drin, die ich ganz gern habe, weil ich momentan den Eindruck habe, wir haben eigentlich die Polarisierung findet statt zwischen denen, die die Probleme sehen, aber irgendwie doch wissen, mit Kooperation mit dem Hirnschmalz, das wir haben, mit der Selbstkritik, die wir aufbringen können, ist es hinzukriegen. Und denjenigen, die den Diskurs der Angst eigentlich in Wirklichkeit führen, aber so tun, als seien sie die Selbstbewussten mit irgendwelchen Wir sind das Volk rufen oder so, was sie nämlich in Wirklichkeit nicht sind. Das ist der Dialog und der Diskurs der Verzagten. Und ich glaube, den müssen wir uns nicht aufdrängen lassen. Vielen Dank den Gästen auf dem Podium, Ihnen als geduldigem und fragefreudigen Publikum. Wir machen noch weiter im nächsten Jahr, und zwar am 14. März mit einem der Themen, die gerade eben angesprochen wurden, nämlich der Frage, wie der Umgang mit Rohstoffen, mit Konfliktrohstoffen sich auf Konflikte eben auswirkt, also stellvertretend vielleicht für die Frage, welche Rolle Wirtschaft in Konflikten hat. Am 14. März hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, am 9. Mai 2015, ja, schließen wir an das Thema an, nämlich die UN und ihre Rolle in Friedensprozessen. Und damit beenden wir diese Veranstaltungsreihe, nicht ohne aber uns im nächsten Jahr, wenn ich das richtig sehe, am 12. Dezember an diesem Ort wieder zu treffen, gerne auch mit Ihnen. Ich möchte Ihnen herzlich danken. Danke der Heinrich-Böll-Stiftung, also zum Beispiel Gregor Enste, Stefanie Mendes-Candido. Ich sehe dahinter hinten unseren Protokollanten, die Technik. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause. Geben Sie auf sich Acht. Überlegen Sie, was die Diskussion mit Ihnen zu tun hat und was Sie beitragen können. Und wenn Sie jetzt noch entspannen wollen, können Sie das draußen vor der Tür im Gespräch mit allen, die noch da bleiben. Danke. Tschüss.